Hallo. Ich bin es, Stay. Ich dachte mir, ich komme nochmal online, weil morgen bin ich nicht da und dann mache ich jetzt wenigstens noch ein bisschen was. Martin, danke für den Resub übrigens. 28 Monate. Und Crank Person, danke für den Sub. Nichts gesehen. Mensch. Hey Ladies. Herr Lenz. Kommt doch mal zum lieben Bane und gebt da hier oben was zum Besten für die Jungs. Was ist das? Was kommt? Nee, guck mal hoch, ich will auch was sehen. Hallo? Ja? Ich höre Sie nicht. Können Sie kurz mit rauskommen? Nur fürs Gate. Hola. Ja, guten Tag. Wo ist der? Wieso rennt... Ey! Verdammte... Hat er sie gesehen? Ich jetzt? Herr Lensch? Ja? Hat der Kostowski sich schon mal gesehen heute? Also jetzt in dem Zeitraum? Ich bin gerade angekommen. Ja. Ich würde gern... Ich rufe den mal an. Bevor sie... Stecken sie mal kurz ihre Keule weg. Ruf den mal an. Wieso rennt er denn jetzt weg? Was ist denn das für ein Move? Moment mal. Kein Augenblick. Geh an dein Telefon ran. Wo bist du? Komm her. Da ist gerade jemand weggelaufen. Tut mir leid, ich wollte ihn noch kriegen, aber das ging nicht mehr. Was für Kurzkontrakt? Was? Ja, ja. Ach. Komm hierher, sofort. Weil ich das will. Und jemand hier ist, der das auch möchte. Defi nämlich.
Steffi. Ey, Zeitzug, Mann. Ja, am Gate, Mann. Challenge? Ja. Schönen Abend. Ja, die ist hier, die steht bei mir. Die steht hier an dem Baum, wo ihr gerade alle standen. Die steht hier. Guck um die Ecke. Hallo Zeitung, was geht, Mann? Ist hier Party? Hast du noch Musik? So, ich hab gerade einen Frosch im Hals. Ekelhaft. Krustowski, wo bist du, mein Freund? Oh, Alter. Wo bist du? Kaufst du uns jetzt aufregen oder was, du Chinesenbengel? Zeitung, komm mal schnell mit, Mann. Nein, du bist ein Lord. Krustowski, komm jetzt bitte her. Ah, da bist du, Otto. Ich war bei dir, keiner bei dir. Kannst du bitte dem Krustowski zeigen, dass du anwesend bist? Ja, noch mehr Buh, ja, fahr noch mehr kaputt. Ja, was soll ich denn machen? Davor laufen, wo der hingelaufen ist, keine Ahnung, beschwichtige ihn irgendwie. Woher soll ich denn das wissen, woher Krustowski ist? Geh doch einfach mal davor. Sein und essen. Ja, ich geb dir mein Wort. Komm jetzt hierher. Hier ist Party angeblich. Nee, du hast du Koks mit dabei? Nein. Alter, kannst du mir das besorgen, weil die brauchen hier welches noch. Krustowski! Der ist heute total durch den Wind. Der geht mir richtig auf den Sack heute. Ja. Wer braucht dir denn Essen und Trinken? Ja, ich bräuchte das. Greif zu. Herr Lensch, wenn der Krustowski das nicht hinkriegt, dann mache ich das jetzt gleich. Moment. Was machst du gleich? Mit dir kommunizieren. Ach so. Wieso? Verdammte Scheiße. Luftpolizei und kommt dann. Kannst du mir vielleicht erklären? Eigentlich müsste der Krustowski dir das erklären. Wo weil ich ist der Krustowski? Ja, haben Sie den gerade gesehen? Der ist schneller als er jemals war. Hallo, bitte, was Sie wollen? Hallo, mein Kind. Hallo, Zeitung. Bitte herkommen. Was geht? Oh, ja. So viele hübsche Frauen da. Wie auch, musst du so viele Menschen hier gerade. Einfach bitte wieder rein. Hast du Wolle von mir? Geht's Zeitung, geht's dir gut? Okay. Nein, nicht hallo? So gut, sind Sie aber neu? Okay. Wollen Sie rein? Nein, Steffi, mach du das mal bitte den Menschen jetzt hier. Herr Lensch, kommst du mal mit. Ah, du bist da. Nein, Steffi, in die Richtung ist Krustowski gelaufen. Ja, irgendwo da hinten in den Busch rein. Sven, vielen Dank für den Sub. Willkommen. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Ich habe es ein bisschen heller gemacht.
Ja. Du sag mal, ich kriege gerade sehr merkwürdige Anrufe von dem Herrn Krostowski. Ja. Der erzählte mir gerade, dass ein Money hinter ihm her ist. Hier ist der Herr Müller, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Können Sie auch essen und jetzt trinken? Jetzt habe ich versucht, einen Money geht anzurufen. Hier? Money Manta. Ja, wenn Sie in der Teamfeed-Applikation sind. Das ist doch eine geile Party. Zu sein. Wie viel? Wir nur noch ein zweiter Money. Ich weiß, wir haben hier eine ganze Party an Menschen, die versorgt werden müssen. Herr Krostowski! Töte ihn, ich kenne ihn nicht. Herr Krostowski! Ich würde ihn auch bezahlen. Sie bleiben, Herr Krostowski, bleiben Sie stehen! Dieses, Katz und Maus. Ich hab keine Zeit dafür, mein Freund. Ganz ruhig. Hey, Manni, wie geht's dir? Krostowski. Hey, Lensch, wie geht's dir? Daniel, reiß dich jetzt zusammen. Ja, ich reiß mich doch zusammen. Ich will nur ein bisschen freundlich sein. Hey, na? Sag mal. Alles gut? Sag mal. Hey. Hast du gerade einfach aufgelegt, nachdem ich mit dir telefoniert habe? Ich hab nicht, also ich hab nicht aufgelegt. Herr Krostowski, warum laufen Sie denn vor mir weg? Sagen Sie mal, Herr Krostowski, können Sie mir kurz ein psychologisches Bild von dem Herrn, der Ihnen gegenübersteht, geben? Ich bin leider kein ausgebildeter Psychologe. Was würden Sie sagen? Ich habe gerade ein sehr merkwürdiges Telefonat geführt. Ich würde sagen, der Herr ist ziemlich stabil. Also ich meine geistig stabil. Nicht körperlich, da ist er topfit. Gut, aber dann schaue ich mir das mal ganz entspannt an. Herr Krostowski, sagen Sie mir mal bitte, warum ein puerto-amerikanischer Koks-Dealer. Da ist kein Koks-Dealer. Und in dem Auto der Mangolds. Ja. Hier hinfährt, fragt, wo die Party ist und wie viel Koks die dabei haben. Hier gibt's keine Drogen. Herr Krostowski. Ich habe extra dafür gesorgt. Die Frage. Also Sie müssen ja das Positive im Augenblick sehen, ja? Dass viele Menschen um mich rum sind? Das spielt keine Rolle. Das Positive ist, dass das stumpfe Schlaggerät in meiner Hand nur noch erstmal nur ein stumpfes Schlaggerät ist und nicht die Axt. Hey, ja. Ja? Dürfte ich mal bitte kurz... Und ich möchte jetzt bitte wissen, warum ein puerto-amerikanischer Koks-Dealer... Sie beide kurz mal bitten, Abstand zu nehmen. Ja, an mir vorbeigegangen ist und er gesagt hat, hey, wo ist die Party? Nehmen Sie erstmal Abstand, bitte. Und warum sitzt in meinem, auf meinem, unserem zukünftigen Peter, Grundstück... Bitte bleib hier, Peter. Ich bleibe hier. Herr Schlingmann... Und spielt Bongo-Musik. Naja, Bongo-Musik ist ein bisschen hart ausgedrückt, oder? Naja, andere Kulturmusik halt. Na, wir wollen uns ein bisschen gemütlich machen. Ein bisschen. Kommen Sie doch mal mit, wir gucken mal, was das für eine kleine gemütliche Runde ist. Herr Krostowski, kommen Sie ja doch einfach mit. Herr Lensch, ja? Haben Sie eventuell auch noch so ein Werkzeug für mich? Hey, Peter! So, Herr Krostowski, ich denke mal, Sie gehen vor und wir gucken uns ganz mal das gemütliche Kleine. Ja, natürlich. Scheint ja doch eine sehr kleine, gemütliche Runde zu sein hier. Ja. Aber natürlich. Nur die engsten Freunde. Ja. Mit extra viel. Ach so, engste Freunde, ja. Hey, ihr wolltet doch eh gerade gehen, ne? Bis morgen. Ja, natürlich. Nee, alles gut, ihr könnt sehen bleiben. Sie, hier vorne ist alles ziemlich ruhig, ein bisschen Musik, ich kann es auch gerne runterdrehen. Der Herr mit der Taschenlampe? Also. Hallo? Hey Bane? Bane? Wärst du so nett, die Musik vielleicht kurz runterzudrehen? Ja. Danke dir, Bane. Sehen Sie, so eine kleine gemütliche Runde hier. Es ist sozusagen eine Akquise für neue Mandanten, Sie verstehen. Ach so. Und die nehmen alle Drogen? Die nehmen hier keine Drogen. Hier wird alles drogenfrei. Wir haben extra gesorgt. Extra dafür gesorgt, also. Ja. Krostowski, guck mal, komm mal her. Da drin stehen nur ein paar Kissen mit Alk. Siehst du, was da auf dem Tisch liegt? Linke Seite. Ja, neben den Kreditkarten.
Und den zusammengerollten Geldschein. Könnten Sie sich bitte erstmal Richtung Tor bewegen, bitte? Naja, das wäre sehr freundlich. Vielleicht haben hier zwei Leute den Pizzadienst bezahlen wollen, den wir gerufen haben. Sind Pizzadienst. Und das da vorne ist Parmesan. Ach so, oder was? Ja, genau. Gehen Sie bitte auch zu dem Grundstück. Sie, was ist, ne? Sie brauchen nicht fragen, wer ich bin. Naja, magst alle du nicht extra auf Käse auf deiner Pizza? Einen Grund haben. Extra Käse also. Ja, aber dann seien Sie so gut. Naja. Gedacht haben. Und hier vorne stehen nur ein paar Kisten mit Alk. Und ich meine, das ist nur ein bisschen Oregano, also nicht Oregano, sondern das ist bestimmt nur Parmesankäse. Klar, probier doch mal den Parmesan, Kostowski. Nee, du, ich habe heute schon so viel gegessen. Bin voll. Puh. Sag ich mir, die Pizza, die hat mich gestoppt. Du hattest also heute schon eine Menge Parmesan, möchtest du mir sagen? Nein, ich mag kein Parmesan auf meiner Pizza. Ich bin der einfache Typ. Eine Margherita reicht mir. Kennst du doch, oder? Margherita? Ja, kenn ich. Okay. Gut. Okay. Kommen Sie meiner Anweisung bitte nach. Sind Sie das mit dem Roosevelt? Herr Kostowski, kannst du mir den Typi hier mal kurz vom Hals schaffen? Ach. Ja, Wo sind denn alle? Herr Kostowski! Wo sind denn alle? Herr Kostowski, wo sind denn alle? Fragt der junge Mann hier. Ja, du, die Party, also die Zusammentreffen vom Mandanten ist jetzt früher vorbei als gedacht. Tut mir leid. Ich hatte gerade Kopfschmerzen, es tut mir leid. Ja, ist kein Problem. Einfach durch die Tür umgehen und dann vielen Dank, dass Sie hier waren und Ihr Interesse an meiner Anwaltschaft haben. Vielen Dank, die Herren. Ja, schönen Abend dann. Einfach die Visitenkarte mitnehmen, wie besprochen. Ja, natürlich. Ciao. Tschüss. Sehen Sie? Einfacher Akquise. Das mache ich doch tagtäglich. Das hat auch nur stattgefunden, weil ich die Herren gerade gebeten habe, sich am Tor einzufinden. Herr Kustos. Das ist nett von dir, Peter, dass du an die Uhrzeit gedacht hast. War jetzt eh zu Ende. Danke dir, Peter. Welche mal. Uhrzeit? Ja. Sag mal. Lass uns doch mal nach vorne gehen. Ja, klar, gerne. Moment. Und da hat jemand sein Kokain vergessen. Parmesan. Das ist kein Kokain. Sind Sie der Parmesan-Händler? Händler? No, bin ich Händler. Sie sind nicht der Parmesan-Händler? Ich bin ein Barkeeper. Warten Sie mal, Sie bekommen ja noch für die Bewertung der Gäste hier ein bisschen. Ich habe schon von der Dame bekommen. Ein Teil. Was machen Sie hier? Ich bin Barkeeper. Ich wurde engagiert. Sie wurden engagiert? Sie? Ja, habe ich doch gesagt, für die Gäste hier. Dankeschön. Ja, kein Thema. Die Dienste werden nicht mehr benötigt. Vielen Dank. Köstliche Cocktails. Okay, ja, ich soll gerade zwei Kästen Bier mit rausbringen. Die wollen draußen weitermachen. Ja, kein Problem. Nehmen Sie die mit. Habe ich. Dankeschön. Kein Problem. Nee, alles in Ordnung, Truck. Das ist hinter dir. Ich hab die aber die Mäuse jetzt erstmal beruhigt, die fackeln jetzt hier nichts ab. Danke, Tyrone, das war doch hier nur ein kurzes Gespräch, ne? Geht's Ihnen gut? Haben Sie Todesangst oder sowas zufällig? Nein. Ich hatte schon mit kubanischen Drogendealern zu tun, die mit einem Messer an die Kehle gehalten haben. Können Sie mich denn eventuell kurz aufklären, Herr Kostowski, können Sie mich denn kurz aufklären, was denn gerade Fakt ist? Nennen Sie mir mal die Lage, die wir hier gerade antreffen. Was meinen Sie? Haben Sie einen trockenen Mund, Herr Kostowski? Soll ich Ihnen einen Schluck Wasser geben? Ich habe selber einen Schluck Wasser. Herr Kostowski, jetzt sagen Sie mir mal bitte, aus rein wirtschaftlicher Sicht, jeder der Mandanten da vorne hat für dieses exklusive Treffen hoffentlich einen gewissen Preis bezahlt. Ja, $12,000. Wie viel haben Sie hier eingenommen? Steffi und Tyrone haben das Geld eingesammelt. Wie viel? Ich habe gerade in der Tasche 200.000.
Alles klar, die Party geht weiter. können Sie, ich weiß nicht, die haben doch Kontakt zur Growth Street, ne? Die sollen, können wir mal kurz ruhig sein? Können wir mal kurz alle den Mund halten? Okay. Herr Lensch, kommen Sie mal mit mir, bitte. Was denn los? Das war doch eine strategisch günstige Situation, der hat Geld dafür genommen. Das habe ich meinen Mitarbeitern immer beigebracht, die sollen Geld dafür nehmen. Herr Lensch, hauchen Sie mich mal an. Ich bin vollkommen nüchtern, glauben Sie mir. Herr Lensch. Ich bin nüchtern. Hauchen Sie mich kurz mal an. Ja, das sagt Herr Sorgenfrei, ich bin nüchtern. Herr Lensch. Okay, ich schwöre Ihnen, wenn Sie mich nochmal Herr Lensch nennen, dann palle ich Ihnen einen richtig rein. Ich kann damit umgehen. Manfred, komm jetzt her. Ruhe jetzt. Es ist alles okay. Herr Krustowski hat gesagt, er will dafür... Du kommst jetzt kurz her. Was denn? Komm jetzt zu mir. Ich bin doch da! Wir sind Profis. Die Mitarbeiter haben das nicht mitzubekommen. Komm her. Was ist denn? Sonst knall ich dir auch eine. So, hör zu. Was denn? Alter, die haben Geld dafür bezahlt. Wenn wir das jetzt absagen, ist unser Ruf im Arsch. Hör zu. Was denn? Es ist vorher besprochen worden... in dieser Obliegenheit, wie es gerade stattgefunden hat. Das Geld ist übrigens 12.000 pro Person. Ja. Wir machen das jetzt folgendermaßen, dass wir hier als Geschäftsführer und Stellvertretender auftauchen. Wir waren ein wenig verwundert, weil die Organisation an uns vorbeigegangen ist, ja, und würden alle herzlichst dazu einladen, die Feier weiterzumachen. Ja, das müssen weiß wir ich, beide das, aber sagen, du hättest sodass die... Nein, doch, muss ich. Wenn du auch mit einem Baseballschläger auf den Organisierten losgehst, auf den Organisierer, dann könnte das eventuell das ein oder andere Fragezeichen Ich bin davon ausgegangen, dass der Typ nicht weiß, was er da tut. Und dass er wieder vollkommen bekifft durch die Gegend läuft. Hast du mich verstanden? Bist du aufgeklärt damit? Ja, klar. Ich habe gerade gesagt, weitermachen. Oder brauchst du eine Ordnungsschelle? Ich sag dir, ich schwöre dir, ich massiere dir gleich auch deine Nase. Herr Sorgenfrei, sind Sie da? So, ja, Herr Kellen? Selbstverständlich. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Kellerhen. Der Curtis hat mich angerufen, gesagt, hier ist Party. Ja, machen wir gleich. Das ist korrekt. Tyrone, Krustowski, alle wieder rein. Es geht weiter. Hey! Sie gehen rein. So war das doch es geht weiter, let's go! Komm mit, Manfred. Hallo, guten Einen Tag, die beiden Herren. Guten Abend an alle anwesenden Personen. Ich würde gerne um Ihre Aufmerksamkeit beten. Könnten Sie mal kurz Ihr Gesicht zu mir wenden? Er wollte eigentlich sagen, er wollte um Ihre Aufmerksamkeit gebittet. Ich hätte gerne mal um Ihre Aufmerksamkeit gebittet. Ja! Folgendermaßen, ich und der Herr... der neben mir steht, sind die Geschäftsführer und Chefs. Nimm die Arme doch mal runter, dann machst du dich doch nur lächerlich mit. Der Firma. Kannst du mal den Mund halten? Ist doch gut. Und wir haben gerade nur eine kleine, sagen wir, Informationsakquise betrieben. Die Party, die hier angesagt ist, geht selbstverständlich weiter. Und damit können Sie hier die Sau fliegen lassen. Jawohl. Yeah. Gehen Sie rein. Wow, wow, wow. Yay. Viel also Spaß! Kann ich mein Lambo wieder wegparken, ja? Ja, cool. Danke! Tja, saubere Deeskalation. Ja, ich habe ja auch darum gebeten. Du meinst gebittet? Ich habe darum gebittet. Korrekt. Haben wir eigentlich jemals die Person... Wer war das noch? Weißt du das? Wer das war? Nee, wir haben nie mit dem gesprochen. Aber er hat an seinem bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ich würde sagen... Ja. Kommst du dann gleich mal kurz? Oh Gott. Okay, dann haben wir das. So, alle aber auch rein, ne? Also nicht hier draußen rumlungern, ansonsten kommt die Polizei. Ich würde ganz gerne wollen, dass alle bitte reingehen. Ja, alle rein. Da gibt's genügend Möglichkeiten. Sie können unten am Steg sich auch eine freundliche Unterstützung suchen. Die Dame vielleicht. Maria wollte, wenn Sie ein bisschen ein Etablissement unten suchen wollen in aller Ruhe und mit ihrem Herrn in Ruhe reden wollen. Der Steg ist ein sehr schöner Aussicht. Das ist der Klaus, ne, Peter? Ernst. Der Name ist der Klaus? Das ist Klaus Ernst. Der Staatsanwalt. Ach so. Ja, das Peter. Weiß ich doch. Oh, nee, entschuldigen. Nee, es hätte ja auch sein können, es gibt hier auch Damen, die einen Herrennamen haben. Echt? Weiter? Ja, es gibt ein Fred, der Brüste hat. Okay. Aber darauf müssen wir nicht mehr eingehen. Ich würde Sie nur herzlich zu der Feier einladen, weil Sie in der Obliegenheit unter unserer eigenen Sicherheit stehen. Das ist ja... Gehen Sie durch das Tor da vorne. Ja, das ist ja rettig. Herr Ernst? Ich höre Sie gar nicht, Herr Ernst. Sagen Sie was? Nee, Ernst? Das liegt daran, weil ich nicht spreche. Wunderbar. Ach so, entschuldigen Sie, ich dachte, Sie haben was gesagt. Nee. Na dann? Ich habe die Party gerettet mit meinem Lambo auf der Wiese.
Die haben die Party gerettet? Nein, ich hatte die werten Herren kurz gebeten, sich am Tor zu sammeln, weil die ein oder andere Sache kurz zu besprechen war. Die wollten gerade ihr Geld zurückhaben. Ja, weil sie dachten, die Party wurde gesprengt. Dann gingen irgendwelche Handy-Musik-Sachen los und dann habe ich den Lambo aus auf die Wiese gestellt und das Autoradio angemacht. Achso, sie haben also zur Belustigung beigetragen. Nee, die Steffi hat gesagt, stell die Musik an. Und dann haben wir schnell die Musik hier draußen auf der Party, auf der Straße angemacht und dann haben die hier draußen weiter gefeiert. Das war knapp. Oh, noch mehr Geld für uns. Ja, das muss dann aber auch richtig fleißig abkassiert werden hier, ne? Ja, klar. Hey. So ein Wodka, so ein purer Wodka tut jetzt ganz gut auf einmal. Guten Abend. Hallo, waren Sie schon vorher drinne? Bitte zurück. Nein. Dann wenden Sie sich mal an die gute Frau mit der Taschenlampe hier. Wo ist denn der Tyrone? Genau, Tyrone ist hier vorne. Ja, ich hab noch was für ihn. Lucky, danke für den Sub. Quillgeist, danke für den Sub 9 Monate. Ja. Vielen, vielen Dank. Und Nina, danke für den Sub. So, alle bezahlt? Ich bin so schon drin, wir haben jetzt gerade Pizza und Bier geholt. Alles klar. Guten Abend. Guten Abend. Sollte vielleicht Partys veranstalten. So, alle bezahlt? Ja. Jawohl. Alles klar, dann können Sie gerne reingehen. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöner Bart. Herr Lensch, kleine Frage. Hä? Wo sind Sie? Wenn hier hinter Ihnen. Herr Kellen. Ja, richtig. Wenn hier noch Mitarbeiter von mir zum Party machen kommen wollen, können die rein oder ist das die eher geschlossene Gesellschaft? Nee, die müssen nur bezahlen. 12.000 sind, ja, um reinzukommen. Klar. Ja, alles klar. Mehr wollte ich gar nicht hören. Genau. Gut. Dankeschön. So, Ja, nee, das ist Tyrone? Mhm. Okay, ihr müsst hier fleißig abkassieren, ne? Das heißt nicht reingehen. Schön vorne bleiben. Natürlich. Okay. Ganze Zeit schon. Hier kommt keiner rein, ohne zu bezahlen. Fantastisch. Problem ist einfach, dass die Grove nicht mit dem Schlingenman zusammen feiern will. Die wollen dann einen extra DJ. Nee, dann sollen sie wegbleiben. Warum? Hä? Warum? Die haben, glaube ich, Diskrepanzen. Frag mich nicht. Okay, nee, dann ist das halt so. Scheinen ja doch einige Leute da zu sein. Ich guck mal, mich mal drinnen um. Wie viel habt ihr jetzt eingenommen? Tyrone? Ja. Tyrone? Kurze Frage, wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Moment, kurz zur Seite. Gerade auf der Kralle 270.000. Und, Steffi? Steffi, weiß nicht. Steffi? Hast du was eingesammelt an Geld? Ich hab gesagt, dass du alles hast. Nee. Okay, alles klar. Aber? Ja. Ich weiß jetzt, was mit Chantal ist. Wer? Welcher? Also! Okay. Puh. Freunde! Passt auf mit den scheiß Flairguns, bitte. Ja, guten Abend. Nee, ich bin eigentlich nur der eingesprungene DJ. Was möchten Sie denn gerne hören? Verdammte Scheiße. Ja, ich kann ja mal auch ein bisschen Oldschool spielen, ja. Malone, du bist ja, bei mir so in den Oldschool-Hip-Hop-Bereich. Das ist bei ihm alles dasselbe. Ja, so New-School-Hip-Hop hab ich leider nicht. Ja, hab ich schon, aber... Ja, ein bisschen was von Tupac und du hab ich schon da, ne? Ja, alles gut, ne? Dann lass doch mal ein bisschen laufen hier.
Obwohl, ich kann ja gleich schwenken, weil ich hab auch mal ein bisschen Bock, ne? Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen hier in den Schaden, ne? Schauen wir mal, was wir da so haben, Momentchen. So. So, jetzt mal was für die andere Seite. Mal ein bisschen was von dem Gangster-Shit reinhauen. Fucking Bane, Alter. Wir arbeiten ein bisschen zusammen. Es ist natürlich schwierig, wenn man... Len, hörst du mich? Ja, Curtis, mein Toffifee, was los? Pass auf, du vertraust mir, wir sind Freunde, ne? Ja, klar. Ich komme jetzt auf deine Party und wir holen den DJ der Russell und vergraben den in der Wüste. Komm mal bitte, Curtis. Ich hoffe dafür, dass deine Freunde in Sicherheit sind. Mir egal, Len, ich komme den holen. Warum? Curtis, warte mal. Der spielt hier gerade irgendwas mit Tupac. Ja, ist mir egal, ich knall den trotzdem gleich in der Wüste. Warum? Weil es der größte Pisser ist, der hier in der Stadt rumrennt. Curtis. Der will den Secure Server aus dem Eventmanagement bringen, alles. Aber warum? Weil das ein Pisser ist. Aber ich verstehe nicht, was... Aber du kannst das doch nicht auf meinem Gelände machen. Curtis? Was hast du gesagt, Lynch? Ich sagte, du kannst das doch nicht auf meinem Gelände machen, Mann. Doch, ich werde das machen. Ja, aber dann tust du mir doch keinen Gefallen, wenn du hier irgendwelche Leute entführst und so. Das ist doch uncool. Ja, aber du warst nicht da. Du bist gerade erst aufgetaucht. Ja. Was ist denn? Erklär mir mal genau, was passiert ist. Das ist so ein Typ, der nur Scheiße labert. Und andere Leute ans Bein pissen den ganzen Tag. Aber du sollst mir... Wir wollten auf deine Party kommen. Wir wollten chillen. Aber ja. Der Typ ist da und der regt mich auf. Ja, aber du musst mir doch sagen, warum. Also du sagst, er tut das und das, aber du bleib doch mal konkret. Nee, Lenz, ich muss dir nicht sagen, warum. Naja, aber... Der regt mich auf, ich mag den nicht und deshalb hole ich den jetzt raus. Ja, du, aber pass auf, hier sind doch Leute, nicht, dass du da einen schlechten Eindruck hinterlässt. Ist mir egal, Mann. Ich bin von der Straße, Mann. Okay, warte mal. Was können wir denn machen? Können wir nichts machen. Gar nichts? Nein, gar nichts. Muss ich den jetzt hier wegschicken? Ich bin doch hier bei einem neuen DJ, Mann, kein Problem. Muss ich den jetzt hier wegschicken oder was passiert? Wir kommen den holen, Mann. Wir sind Gang hier in der Nummer 3. Aber verletzt keinen anderen, ne? Nein, nur diesen Typen nehmen wir mit. Okay. Gib mir 5 Minuten. In 5 Minuten könnt ihr da sein. Ich geb dir 30 Sekunden, dann stück. Oh mein Gott, könntest du mir bitte nicht... Ey, fuck! Oh shit, die Grove kommt. Tyrone! Tyrone! Hör zu! Was ist los? Reingehen, Schlingman rausholen. Sofort! Sofort! Langsam! Oh mein Gott, ich sagte sofort! Hey! Oh mein Gott! Schlingman! Schlingman! Oh fuck! Nein! Ganz ruhig, Jungs! Ganz cool bleiben! Schlingman, raus, Schlingman, raus! Schlingman, wo bist du? Raus mit Schlingman. Dir! Komm mit! Vor die Tür! Ja! Los, Abmarsch! Musik aus! Ist ein anderer, Herr Lensch. Das ist ein anderer? Wo ist denn Schlingman? Warum sehen die alle scheiße aus? Der DJ! Wayne, chill! Erst draußen, mitkommen! Oh shit, Alter! Okay! Wayne, komm mit! Du steckst sofort in die Karre rein, du Pisser, dann schießt du auf du wirst nie wieder aufstehen, du Drecksrappers. Mhm. Das okay. Ist doch läufst du weiter? Wer ist denn? Warum läuft denn die Musik? Da sind ja keine cool angezogenen Leute. Ja, perfekt. Ganz gut. Das sah aggressiv aus. Wo ist nochmal der Waffenschrank? Hier ist der Waffenschrank. Es wird gleich, wer auch immer gerade la 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 sagt, gibt gleich eine Taschenlampe ins Gesicht. Genau, Manolo. Gibt's ja nicht einen Arzt? Ist hier ein Arzt anwesend? Kann mal kurz jemand die Musik ausmachen, damit wir ganz klar sagen können, dass die Person, um die es jetzt hier geht, raus ist? Ja, das ist, glaube ich... Wo kommt das her? Das ist es. Genau. Ich habe keine Ahnung. Wer hat denn die Blutdruckkapseln einstecken? Erzähl.
beobachten. Da oben mit der Adlermaske da oben. Was denn? Links aufs Haus. Falke, nicht? Jemand in den Verbandskasten. Amigo, rundet links aufs Haus. Für den Deserviert hier oben vielleicht. Ja, dann Prost. Wer auch immer die Musik hier anmacht, mal ganz bitte auch kurz ausmachen. Danke. Ja, glaube ich auch. Mal bitte ausmachen, wollt ihr hier oben? Geht gleich weiter, wir müssen nur ganz kurz mal ausmachen. Hat jemand einen Verbandskasten? Danke. Kleinen Moment, geht gleich weiter. Alles gut, geht gleich weiter. Komm mal, rausgehen. So, bleib mal bitte da unten. Fuck my life. Sind die jetzt, ist das erledigt jetzt? Okay, sie wurden eingeladen von? Ja, ich hab den Namen vergessen. Aber wie redet gerade? Alles klar. Herr Falke, haben Sie die Musik gemacht? Wer auch immer der Musiker ist, ich glaube, das ist der Adler der Musik hier oben. Sie können weitermachen. Ich regel das, Herr Lynch. Alles klar. Gottes Willen. Top organisiert. Ich bin zu alt für die Scheiße, Mann. Die haben mir gerade den Schlingmann entführt. Bin jetzt nur gekommen, um Schlingmann zu entführen und das war's? Immer diese Anfänger, verdammt nochmal. Okay. Ja, dann unterrichte mich. Manfred, was ist... Ich hab grad Curtis gehabt, der hat gesagt, 30 Sekunden, auf einmal waren die hier. Das ist doch okay, jetzt bleib doch mal ganz entspannt. Fuck my life. Jetzt hör auf rumzuschreien. Ja, aber ey, es geht ja nur darum... Es geht ja nur darum, dass die hier nicht die Leute auf dem Grundstück niedermachen, verstehst du? Das sollte wohl so sein und das hast du mit dem zu sprechen, denn ich denke, du hast einen guten Draht. Ja, es ist passiert. Wir sind raus. Alles ist vorbei. Nee, du musst das bitte nachbesprechen. Er ist weg. Und die haben ihn entführt. Scheiße, was war ja, das? Ja, denn? Das ist doch auch okay. Was war das jetzt? Die haben, die Grove Street hat Schlingmann entführt. Ja, ich hab doch gesagt, die kommen mit dem DJ nicht klar. Ich hab doch den DJ gesucht. Also, ich sag mal, das Entführen ist ja das eine, aber ich glaube, da ist ein größerer Hintergrund. Ja, ja natürlich, ich hab ja gesagt, es gibt Diskrepanzen. Du hast doch zu Curtis einen super Draht. Ich fass den Scheiß nicht an, Alter. Hau den. Du hast zu ihm einen Draht. Ich habe, ich sage dir nochmal. Unser Grundstück. Das bitte sein lassen soll. Alter, ey, da kamen gerade 15 afrikanische Supersportler. Ich verstehe dich doch, aber können wir uns darauf einigen, wenn wir eine professionelle Geschäftsbeziehung auf der Grove Street haben wollen? Du hast keine professionelle Geschäftsbeziehung zu einer Grove Street. Es kann einer lesen. Ja, ist nicht. Ist einfach nicht. Mann! Willst du irgendwas Bestimmtes? Hey. Hi. Okay, wenn dir noch etwas passiert, dann mache ich Krzysztofski dafür verantwortlich. Ja, das ist ja so oder so klar. Irgendwie war nicht geklärt, dass die Grove Street damit ein Problem hat. Oh, die rufen mich an. Ich brauche mal was zu essen. Hat jemand hey, was mein Toffifee, was los? Sag mal bitte ruhig im Funk. Ich habe dir schon einen neuen DJ besorgt, ne? Ich habe gehört, der spielt schon Musik. Ja, hier oben ist schon was los, ja? Ist das der Kellerhen? Ja, alles gut, Mann. Ja, ich habe dir einen neuen besorgt, Mann. Weil wir den alten mitnehmen. Oh mein Gott, ey. Ich hätte ihn gerade nach vorne gebracht, dann hättet ihr nicht mal reinfahren müssen. Ach Quatsch, wir haben doch keinen verletzt, Mann. Alles, gut. Ja, lief alles super. Wenn wir dürfen, dann können wir nachher ein bisschen Calperina trinken. Alles klar, ich gebe dir auch Mojito aus. Bis später. Bis dann. Tschüss. Puh. Okay, die Grove Street kommt nachher noch vorbei. Oh, okay, sehr schön. Christoph, wir haben hier Verbandskasten. Bin ich durcheinander. Herr Kellen? Ja, von mir aus können wir uns auch duzen. Der also ich und der Herr Kellen haben uns gerade darauf geeinigt, dass Manfred ein bisschen bitte, zu abgehoben wirkt. Ja. Geht doch, Manni. Nee, geht nicht. Nee, Manfred das geht gar nicht. Manfred muss sein und Peter muss bitte auch sein, ja? Ja, Peter, noch kürzer als Peter, wird auch schwierig. Ja, aber ja, gut, also. Weil Pete auch nicht schlecht klingt. Nee, das andere ist die Verniedlichungsform und das mag er nicht so gerne. Peterchen. Ach so, Manni. Ja, hallo. Manni hat auch zu viel mit dem Manta-Mann da zu viel vielleicht. Lensch. Ich habe ja Musik hier organisiert, weil der Kusch mir gesagt hat, dass hier ich habe der Kusch hat mir auch irgendwas gesagt von Schlingmann will Sekuro absetzen. Was ist da los? Ja, der hat sich überlegt, weil wir hier zwischendurch mal Partys machen und er ja eine Eventfirma hat. Hat er sich überlegt, er verklagt uns und besorgt sich eine einstweilige Verfügung und sorgt dafür, dass unsere Events in Zukunft nicht mehr stattfinden. Aus welchem Grund soll denn das? Also wir sind ja hier unter Geschäftsmännern, ne? Ich sag mal ganz so ehrlich, ich habe da nicht viel Angst gehabt, dass er da irgendwie durchkommt mit dem Quatsch, weil das ist Käse, ne? Da gibt es keine gerichtliche Handhabe. Ich meine, sie beide, wir sind vor der Polizei, sie kennen sich ja mit den Gesetzen selber aus.
Ja. Das brauche ich nicht sogar erzählen. Ja, trotzdem hat mich das natürlich ein bisschen irritiert. Und, aber sag mir doch mal, warum hast du denn Angst oder warum beschäftigt dich das überhaupt? Ich meine, Schlingmann. Nee, hat mich nicht. Ich will jetzt nicht schlecht über ihn sprechen. Ich habe nur dem Curtis erzählt, was los ist und dass der Schlingmann versucht, meine Party am Samstag zu bombardieren. Und den Rest hat der Curtis sich dann selber ausgedacht. Weil der kann den ja eh auch nicht so sein, sag ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das nicht irgendwie auch klar war, aber dass der so direkt so drastisch wird, das war von mir nicht geplant, sag ich jetzt ehrlich. Naja, ja, aber gut. Ich kann dir sagen, wenn du mit den Leuten sprichst, so verrückt und so wenig wie sie lesen können, aber zuverlässig sind sie in solchen Positionen ja, schon immer. Hast du denen eine Geldquelle zur Verfügung gestellt? Ich wusste ja nicht mal, was die hier vorhaben, ganz ehrlich. Ich hast du denen, nee, warte, hast du denen ein Angebot gemacht, als du denen das erzählt hattest? Nee, gar nicht. Weil das könnte ja für die auch noch so, ne, wo sie sagen, hey, wir verdienen hier nochmal kurz was. Ja, also und wenn der Curtis auf mich zukommen möchte, da haben wir bestimmt nichts dagegen, uns da finanziell zu betätigen. Für die. Das werde ich dem Curtis aber auch selber noch sagen. Also könnte man sagen, das war von dir aus eine kleine, Moment. Guten Abend, die Herren. Schönen guten Abend. Guten Abend, die Herren. Nee, das war von mir gar nichts. Um naja, sagen wir, das war ja eigentlich zu Samstag geplant, ne? Kann man sagen, dass da ein bisschen Beobachtung hergestellt wird. Wusste denn der Herr Kusch, dass du heute hier sein wirst? Um das mal so zu fragen. Der hat mich hierhin eingeladen vorhin. Kusch hat dich hierher eingeladen? Der hat gesagt, ich soll hier hinkommen und wir sollen sagen, wir sind Freunde von Curtis, dann kommen wir hier auch rein. Ich wusste ja gar nichts von der Party. Ja, aber wir kennen uns doch gegenseitig und das ist ja nun nicht die Problematik. Ja, weil die das eine sehr spontane Variante war. Ich kann dir gerade sagen, ich und Manfred waren ja selbst gerade überrascht und du hast ja gerade mitbekommen, dass wir hier die ein oder andere Sache eventuell geklärt haben. Das passt soweit inwiefern? Alles. Zwischen uns oder was? Nein, nicht zwischen uns. Ja, wegen der Feierlichkeit. Da wollten wir nur ein, zwei Regeln aufstellen, das hat stattgefunden, alles cool. Jetzt verstehe ich aber nicht, der Schlingmann will eine einstweilige Verfügung gegen dich einreichen. Weswegen genau? Ja, damit wir keine Events mehr veranstalten. Weswegen? Mit welcher? Hast du eine Straftat oder irgendwas? Nee, das ist ja Quatsch. Nicht. Ich habe zu dem gesagt, nach unserem letzten Event, dass ich nicht mehr für ihn arbeiten werde, weil er organisationstechnisch einfach nichts drauf hat und ich jedes Mal, wenn ich ein Event mit ihm mache, zusammen in, als Sicherheit, dann muss ich die Hälfte der Organisation da selber übernehmen und da... Das Manfred, kann ich mit unserem mit unserer Preisliste nicht vereinbaren und das will ich meinen Mitarbeitern auch nicht antun, weil das sind keine Organisation, keine Organisatoren, das sind Sicherheitskräfte und mehr nicht. Manfred, ist das für dich in Ordnung, wenn ich unsere Entscheidung, was den Herrn Schlingmann angeht, bespreche mit Jax? Und unsere Entscheidung? Ja, dass wir nicht mit ihm zusammenarbeiten, mit der Begründung dazu. Geh dich doch im Pool ertränken. Alter! Moment. Okay, hier drängt sich erstmal überhaupt nicht jemand im Pool, alles klar? Was ist mit dem Pool? Ich hab's nicht verstanden. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Was ist mit dem Pool, Helensch? Das ist ein wundervoller Pool. Ja, der ist richtig. Wunderschön. Ja, ist auch erst einer heute drin gestorben. Der Herr mit dem schwarzen Hemd. Was? Darf ich... Okay. Okay, da hat sich wohl jemand im Pool ertränkt. Na, let's sehen go. Sie, ich erkenne sie doch. Und tut mir leid. Ja, ich bin der Herr Scott. Ah, wunderschön. Ja, sie hat, Abend, er hat mich angerufen, hat mir empfohlen. Herr Müller? Die Party. Das hört sich sehr gut an. Herr Lensch hier. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der... Ja, richtig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß hier auf der Feierlichkeit. Ja, ist die offiziell irgendwie... Ich habe nirgends von der Einladung gelesen. Nee, das ist einfach eine spontane... Sie müssen wissen, wir sind halt kluge Geschäftspartner und haben ein Soft-Opening begangen zur Einweihung dieses Grundstückes. Oh. Um uns, das so, dass wir uns auf lockere Art und Weise untereinander kennenlernen. Finden Sie das gut? Ich finde das sehr cool. Ich stehe ja so auf Partys, so auf Kennenlernpartys. Und Kontakte muss man überall haben. Na, ne? Eben. Ne? Also, seien Sie herzlich willkommen und amüsieren Sie sich heute Abend sehr gut. Ja, dann vielen Dank. Ja, wie gesagt, wir sind nicht im Dienst. Wir werden hier. So ist weiß, es. Wen wir noch treffen hier. Alle. Na, selbstverständlich. Amüsieren Sie sich gut. Vergessen Sie nicht, Waffen sind hier verboten und ja, illegale Sachen wie Drogen und so auch, bitte. Ja, gut. Also die Mundpropaganda hat schon gepackt in Los Santos, muss ich gestehen jetzt. Also es spricht sich schon rum. Das hört sich sehr gut an. Also, einen angenehmen Aufenthalt, die Herren. Wir werden jawohl, uns noch kennenlernen. Haben wir. Danke. Ja, lassen Sie sich einen Drink von unserem Cocktailmaster machen. Herr Scott, ja? Ganz kurz mal im Kopf.
Ich habe den Artikel bezüglich Take Two und dem Modding-Sachen gelesen übrigens. Bei den Modding-Sachen, die Open 4 macht, also diese Open-Sache, geht es um Modding für den Singleplayer und GTA im Allgemeinen, also beispielsweise sowas wie Redux und sowas. Hier geht es nicht um den Netcode, der extra gemacht wird, um diese Möglichkeit hier zu bieten. Ne? Also es ist natürlich schwierig, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten, aber man sollte da jetzt ein bisschen Fuß vom Gas, ja. Hier wird mindestens abwarten. Ja, es ist jetzt nicht, dass irgendwie alle RP-Server dicht gemacht werden. Einfach erstmal abwarten. Das, was ich gelesen habe, hat nichts mit den RP-Servern zu tun. Nichts. Alles klar. Was ist passiert? Genau. Hab ich gerade schon gesagt. Ach, perfekto. Tut mir leid. Gerade jemanden. Was ist passiert? Ach, du hast, dann haben sich nur ein paar verletzt, wenn sie über die Stufen gestolpert sind und so weiter. Nichts Fatales. Okay, alles klar. Wo ist Tyrone? Der ist gerade sehr weit weggegangen. Der muss hierher sein. Der muss die ganze Zeit hier sein. Ja, hab ich ihm auch. Wenn ihr sowas bringt, die ganze Zeit hier sein. Steffi? Ja, bitte. Machst du ganz kurz? Tyrone? Ja. Du bist nicht vorm Tor. Ja, der Kostowski hat mich gerade angerufen und meinte, da ist hinten jemand reingelaufen und der hat den verloren, obwohl der genau da steht. Jetzt bin ich reingelaufen, hab mir alle Leute angeguckt. Ja. Oh, dann schau ich mal rein. Ja, der liegt im Pool. Irgendwo. Wo ist hinten jemand reingelaufen? Da ist hinten die Treppe, die nach unten führt, ne? Die da vorne? Die einfach am Pool da, die Treppe, die nach unten führt, den Berg runter. Dann werden wir hier jemanden hinsetzen und dann da vorne auch noch. Ich guck mir die Treppe an, ich behalte es im Auge. Wenn da jemand hochkommt, werde ich ihn erschießen. Pool sollte steife Sachen. Herr Kostowski? Ja. Ich platziere mich jetzt unten an der Treppe und jeder, der illegal in irgendeiner Form ohne Bezahlen hier hochkommt, wird von mir erschossen. Alles klar. Das ist, weil die alle so schubsen auf der Tanzfläche. Lange? Ja, ich stehe jetzt hinten an der Treppe und beobachte das Ganze. Ja, er meinte, da sind Personen die Treppe hochgekommen, aber der genau da steht und ja. Ne? Also, sind die jetzt denn oben oder? Ne, die sollen, der Kostowski meinte, die hätten sich da untergemischt. Ist denn klar, wer das ist? Ne, konnte er mir auch nicht sagen. Wie viele? Konnte er mir auch nicht sagen. Okay, du bleibst bitte vorne stehen. Ja, klar. Ja, ich lasse das Telefonat jetzt auch einfach mal offen. Okay, hallo. Bei mir. Ja, sie können mich nicht im Dunkeln sehen, Mann. Okay, Joshua, danke übrigens für den Sub und
Tor Baconator, vielen Dank für den Sub. Ich sag mal, immer mit mir einen Waffenschrank zu legen, ne? Ich möchte nicht, dass ich auch nicht mit Flairguns oder so, gar nichts. Ich hab keine Lust, dass da einer irgendwie Burning Man spielt, okay? Ja, genau. Okay, vielen Dank. Nicht vergessen nach der Sonnenwende, ne? Ja, einfach rein, einfach runter. Wie habt ihr das mit der Sonnenwende geplant? Die meisten Leute wollen, glaube ich, wiederkommen. Ja, nicht da, ergo nicht da, geht das dann da weiter anscheinend. Okay. Ich kann mir so seriöse Medics. Jetzt aber. Kleiner Krabbelkäfer. Tyrone? Mann. Ja. Wenn die Grove Street kommt, nach der Sonnenwende. Ja. Aber wie regel ich das mit dem Geld? So. Können Sie mir das erklären? Ich habe mir auch schon gefragt, ich werde Curtis dann nochmal anrufen. Ich glaube, die kommen erst nach der Sonnenwende. Ja, ich kann dann nämlich. Hallo, Freddy, warte mal kurz. Ich kann dann nicht als einziger vorne am Gate stehen und sagen: Ja, Curtis, macht jetzt mal $12,000, 20 Mann oder so. Ist nicht so cool. Da braucht jemand nach. So, Freddy? Ich meine, dich muss ich nicht aufklären, ja, was Waffen und Drogen angeht. Kostowski, gehören Sie auch zu dem Club der verdrehten Knie? Ja, alles klar, okay. Zwecks. Nee, alles gut, checkst dein Fahrzeug. Es könnte sein, dass der ACS-Mann dein Auto oder dein Motorrad abschleppt. Wegen. Achso, du bist schlau. Schlau. Jo, okay. Das Einzige, was ich noch brauche, sind $12,000 von dir, mein Freund. Ja. Ist ein Grofi kommen oder was? Ich hab kein Auto hier. Ja, dann sind wir in der Ecke. Wie fährst du denn dabei? Oh Gott, okay, dann bezahle ich den Rest von dir. Ja, kein Problem. Genauso wird das, glaube ich, bei denen. Ja, einer rennt vor, alle anderen hinterher. Ja, aber zum Glück war es noch vor 12 Uhr. Lass dich jetzt nicht noch extra wegfahren. Okay, geh rein. Viel Spaß. Jo, alles klar. Ja, Zirk, was geht, Mann? Da ist so viel Wasser in deinem Schub. Was willst du denn? Ich geb dir Wasser. Hier, bitteschön, mein Freund. Für Jared, die blauen. Oh Gott, das hab ich selber getrunken. Kriegst doch nichts von mir, Mann. Hab gelogen. Ja, ich hab jetzt die gelben Moment. Und die grünen und die blauen hast du gesagt. Später. Hier, bitteschön. Ja. So viele brauchen ein Pflaster? Wow. Reicht das oder brauchst du mehr, Mann? Oh, ja, Medic. Was ist denn los da drüben? Sie wollen den Medic nicht ablenken. Ich fahre die weiter nach 12 Uhr. Ja? Du kannst wiederkommen. Hab mir dein Gesicht gemerkt. Ist eh und. Ja, gibt Bomber. Ja so wenige, ne? Also, ja, alles gut. Kannst du ja wohl merken. Ja. Sind die noch beim PD? Alles klar. Steffi. Oh mein Gott, mein Hut ist ganz trocken. Ja, immer noch. Immer noch. Eure Idee? Hier, ne? Ich glaube, das sollten wir regelmäßig machen. Ja, aber ein doppelter Lench mit extra viel Salz, Mann. Natürlich. Herr Lench, warst du damit dabei? Nee, danke. Ich hole mir später was. Er hat auch gerade mit mir telefoniert aus Langeweile. Ja, er hat mir das erzählt, irgendwie, keine Ahnung. Die wurden Tyrone? Rot, jetzt behauptet, ja. Die hätten ihn bezogen. Ich glaube, wir sollten das öfter machen. Mhm. Was? Gute Weil Idee. Die Meinung ist echt gut von uns. Ich bin fast geschockt. Wieso denn geschockt? Ja, die Leute halten echt viel von uns. Sind sie begeistert? Ja, es geht, ja. Ich würde jetzt nicht beide Arme hochnehmen, aber einer ist okay. Ja, na gut, das ist der von Herr Lenz, ein Arm, das ist, hallo. Das ist easy Nebeneinkommen. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, das reicht, um eine Eventfirma aufzumachen. Aber es reicht auf jeden Fall, um öfter vielleicht mal so eine Veranstaltung zu machen, wo man einfach die Leute holt und dann unterhält man sich. Ja, stellen Sie cool. mal vor, 12.000 ist ja nur ein Anfangsding, ne? Normalerweise nimmt man so ab 15.000 bis 20.000. Also wir können auch noch hochschrauben, wenn die Leute uns erstmal kennen und wissen, hier ist geile Party. Das läuft. Nicht, dass wir von Schlingman noch einen Cease and Desist bekommen. Wenn es den Typen dann noch überhaupt noch gibt, Mann. Ich habe gerade Curtis versucht anzurufen, der hat mich weggedrückt. Ich kann mit dem Yuki reden. Yuki ist ja da, die sind ja irgendwie mit dem also Event. Also, wenn das wirklich stimmt, dass der Schlingman gesagt hat, dass der die Sekuro-Partys verbieten will mit einer Klage, dann ist das halt. Oh.
Ich muss unbedingt mit mir gehen. Mega blöd. Herr Lensch, kann ich Ihnen die Kohle geben? Es kommt noch welche Teile. Ich habe keinen Bock, dass mich irgendeiner dann hier, weil. Nee, alles klar, du kannst, du kannst mir erstmal das Geld geben. Ich muss die Arme hoch, mein Freund. Okay, ich gebe dir das jetzt mal hier. Lass dich aber nicht ausrauben, ja. Mit den roten Schuhen warst, ne? Da sitzt ich brauch mich nicht. Du brauchst keine Angst. Ja, deswegen haben, deswegen ja. So, hier, das habe ich erstmal eingenommen bis jetzt. Willkommen? Ja. Wo? Okay. Alles klar. Ja. Aha. Man sein sicheres Verderbnis unterschrieben. Ich brauche mal ein Auto. Alles unter Kontrolle, ja, Mann. Dann. Ich brauche von Sorgen für einmal das Auto. Wir können hier runternehmen, alles gut. Ich hab die Getränke in der Hand. Achso, okay, dann lass du die Hände nicht holen. Unser Spanier hat mir die vorhin gezeigt. Okay, ja, keine Ahnung. Sagt mir nichts. Wo ist denn sorgenfrei? Cool. 130, ich weiß es nicht. Oder 15. Ja, schon wahrscheinlich 20, 30, 30. Ja, 20 ja, Millionen. Okay. Das ist total angenehm mit der Mucke. Hier kann man sich noch unterhalten, die Musik ist nicht so laut. Herr Ernst, ist das ein nordafrikanischer Walztanz? Ja, ich glaube schon. Herr Ernst? Telefon. Nochmal von vorne, ich wurde. Achso, er telefoniert. Und wer sind Sie? Deine Freundin, die Maria. Braucht doch jemand Maria. Was? Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. LSD, harte Drogen. Toffifee? Ja. Was geht ab, der Kleiste? Sag mir mal bitte, was die Situation von Herrn S. In einem Satz zusammenfasst gerade. Wer ist der? Der ist, dem DJ. Hast du den Film Titanic gesehen? Das mit dem Boot? Und dem Eisberg? Der schwimmt jetzt auf dem Meer so. Okay. Ich geh hin. Ich hab ihm vorher noch Frankenstein zum Rauchen gegeben, der schwimmt jetzt. Oh Mann, da ist er wieder, Mann. Okay. Nee, also mir geht's gut, Mann. Ist die Party nach aber der Sonnenwende immer noch im vollen Gange? Ja, wir machen nach der Sonnenwende weiter. Ich weiß nicht, ob so viele kommen, aber wir machen weiter. Ja, ich klär schon, dass viele kommen. Ich mach ein paar Anrufe eben. Ist aber mit Eintritt. Ich weiß nicht, wie du das machen willst. Ja, ich hab Geld bei, ist kein Ding, Mann. Alles klar, gut. Okay, bis später. Soll ich dir sagen, wie viel? Was denn? Pro Person? 12.000 pro Person. Ich genau. Weiß. Okay, alles klar. Gut. Ich habe schon die Information. Bis später. Bis dann. Tschüss. Und Moment. Okay. Curtis? Curtis, sag ich. Tyrone? Ja. Curtis weiß Bescheid. Der kommt nach der Sonnenwende. Die bezahlen. Okay. Hallo, mein Freund in dem pinken Outfit. Nur ich und Tyrone wurden im Gespräch unterbrochen wegen den zwei neuen Herren. Guten Abend, die Herren. Herr Lensch? Oh, Herr Ernst! Verzeihung, dass ich eben einfach abgehauen bin, ich hatte Telefon. Kein Problem. Und werde gerade am Medical Crew gebraucht, ich muss jetzt leider arbeiten gehen. Oh nein! Sie können aber nach der Sonnenwende gerne zurückkommen, es geht weiter. Nach der Sonnenwende werde ich mit meinem Kopf im Kopfkissen liegen, vermute ich. Kopfschmerzen. Dann tut es mir natürlich leid, aber ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ja, war super. Maria hat dafür gesorgt, auf jeden Fall, ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gerne wieder und dann gehe ich auch außer Dienst und dann. Alles klar. Das. Ich hoffe nur, dass mein Auto noch steht. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So, hier. Herr Müller! Ja? Und? Ja, das ist der Hammer hier. Ich bin ja echt zufrieden. Hab schon gleich einen doppelten genommen hier. Einen doppelten Lensch? Ne, gibt's den auch? Eine Lande, ja! Hast du das gesehen? Ne, ich bin aber eher so, ich bin so ein Zombie-Trinker. Oh, ein Zombie? Ja, aber Zombie muss gehaul auch rein.
Na, drei Zombies dann. Haut auch rein, ist halt eine Untertreibung des Jahrhunderts. So. Naja, aber ich schon. Naja. Schöne Party, spontane Partys sind die besten Partys. Ja, das geht auch nach der Sonnenwende noch weiter, wenn sie dann noch Zeit haben. Oh ja, ich hab da Zeit, die ganze Nacht. Ja, da kommen dann, da wird's dann, ich glaube, da wird's ein bisschen wilder. Ein paar Frauen fehlen hier noch, ne, muss ich sagen. Oh, Henna, da müssen wir uns aber noch frisch ja, machen. Ja, aber sie wissen auch, wie es ist. Es ist immer Würstchenparty. Oh, nee. Ist immer Würstchenparty. Oh. Also, vielleicht können wir ein paar Frauen noch ein bisschen akquirieren. Mal gucken. So wie Mandanten? Ja, na gut. Das ist halt, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja, und Wurst ist Wurst. Genau. Aber schön. Ist das Ihr Anwesen jetzt hier, oder was? Wir wollten eigentlich so eine Soft-Eröffnung machen, wie der Herr Sorgenfrei gesagt ja, hat. Ja, ja. Und wir sind gerade am finalen Schliff bezüglich des Kreditrahmens, ja. Ja, Ihre Firma hat ja einen guten Ruf, wie habe ich schon gehört. Ehrlich gesagt bin ich persönlich, weil ich so viel arbeite, überrascht, dass es so viel Gutes gibt. Also die Leute reden echt positiv, ich bin begeistert. Das abgesehen von der Polizei, aber die sind ja hier nicht. Ja, die Polizei. Wir sind ja auch Feinde der Polizei. Müller. Ja. Feinde der Polizei. Der also irgendwie. Bitteschön. Ja. Der Geist hier auch hier, doppelter Lynch. Ja, ein doppelter Lynch? Oh. Richtig. Doppelter Geist, wo? Was ist denn da drin? Da ist brauner Rum. Und brauner Zucker, oder was? Brauner Rum, Salz, Zitronenabrieb. Sehr viel Salz. Und dann, je nach Bedarf, das muss man dann probieren, wie viel Salz man braucht, dann ist das der doppelte Lynch. Also je mehr Salz, desto besser. Ja, also, ja, wer weiß. Ich habe mir aber auch schon das eine oder die eine oder andere Packung Salz in diesen Drink getan. Ja. Nee, ich habe nur mal Viagra genommen, der hieß Dr. Toro, aber das war aus Spanien. Nee, das ist was anderes. Ja, das ging ja auch ganz schön in die Hose. Ja, vielleicht trinken wir ja bald schon der kleine Lord, ne? Ja, das Baronschaft, ja. Mal gucken, die machen demnächst den Schnaps. Oh, der ist ja so lecker. Ja, schon probiert oder was? Wie viele Umdrehungen hat der nochmal? 50? Ist ein Wein oder was? Ah, der kleine rein. Lord? Ja, wir vertreten ja die Baronschaft, unsere Kanzlei. Ja. Und die wollen halt jetzt einen Handel eröffnen. Ich bin da noch dran mit der Richterin. Hm. Ein Schnaps eigentlich, ein Übermaischnaps oder was. Soll das gehandelt werden, das ist der kleine Lord, so heißt er. Kleine Lord. Genau. Passt ja zur Baronschaft, ne? Ja. Guten Abend. Wir werden es sehen. Ja. Ist es denn, also was, haben Sie schon mal gekostet oder so? Da muss ja irgendwie schon mal. Ja, ich hab schon mal probiert. Und was, wie ist es so vom Geschmack her? Süßlich. Süßlicher? Darf ich nicht im Namen fragen? Ich mag's ja nicht, wenn es zu süß ist. Harvey's. Ja, ist klar. Etwas von beiden. So ein bisschen süßlich, aber auch etwas, was trocken. Warte mal, ich ist herb. Zeigen das mal. Ja, aber wie viel Prozent hat das Ding? Ich habe ihn nicht bekommen. Oh Gott, hat der, das ist immer gefährlich hier. Glaub, das ist ein bisschen 40, knapp 50, alles zusammen. Ja, das ist doch des Todes, ey. Also, das muss doch, da bist du nichts mehr. Breeden. Kann man auch im Krankenhaus verwenden. Ja, kann man zum Wundenreinigen nutzen, ja, Wahnsinn. Oh, aber tut richtig gut. Alles klar, gut, ich muss jetzt hier mal kurz mit meinem Kollegen mit und dann viel Spaß, ne? Also wir sind nach der Sonnenwende noch hier. Alles klar, weiß Bescheid, danke. Ja, super, danke. Reden? Und, ja, richtig. Hast du hier das mitorganisiert? Ja, also, ja. Okay, hast du eine Ahnung, wer das ist? Wir sind sorgenfrei. Weiß ich nicht, also wir hatten halt die Idee, weil wir wollen ja Geld holen, oder nicht? Ja, ich hätte fast Krustowski mit einem Baseballschläger getötet, aber das ist eine gute Idee gewesen. Und wieso dann der Baseballschläger? Ich weiß nicht, das ist das Erste, was ich in der Hand hatte. Ich kann Achso, Manfred. Peter, wo bist du? Ich muss mal mit deinem Auto zum Automaten. Ja, ich bin gleich bei dir. Hast du 2 Minuten Zeit kurz noch? Ich auch. Ich spreche noch gerade mit Herrn Jax. Alles klar. Ich warte. Gut. Mach aber schnell, bitte. Ja, okay. Bitte? Was willst du denn jetzt machen? Ich fahre mit dir jetzt die Einnahmen weg. Okay. Curtis! Oh mein Gott. Fuck. Holy shit. Die Frauen fragen, ob dein Pool ist. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Es ist dein Pool da. Es ist sogar. Curtis, wir haben ein Sprungbrett.
Holy shit. Wir haben den Sprungbrett. Ja, sie können schwimmen. Wir haben ein Sprungbrett. Wir ist aber heute auch schon einer ertrunken, ne? Ja, ich weiß, ich hab das schon mitgekriegt. Ich weiß auch, wer das war, der Pisser. Ja. Voll Idiot. Okay, bis gleich. Bis gleich. Danke. Bis gleich? Fahren die jetzt schon? Nee, die fahren doch jetzt nicht noch. Das macht doch keinen Sinn. Wahrscheinlich nach 0 Uhr. Ja. Hat einer von euch bei 12.000 für mich? Ja, ich kenne das Grundstück, kenne ich auch nicht. Ey, Dicho, bist du das? So. Dijo, hier hey, ruft dich jemand. Nicht. Wie gesagt, ja. Ich war eben. Hinter dir. Bist du das? Der Bank hat Geld eingezahlt. Wo ist denn der verfluchte Peter, Alter? Wo redet der denn mit so? Die da drin ist, die Musik. Und der DJ, der Barkeeper und der DJ müssen auch bezahlt werden und deshalb. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ich verstehe alles. War. Ey, das sind doch die Brüder von der Tankstelle, von der Tankstelle, von den, von Mangolds. Auch, genau, richtig. Na? Mangolds, Flughafen. Also der, Verursacher, der hat sich bei mir persönlich nochmal gemeldet. Und? Der hat mir horrende Summen gezahlt, damit ich es nicht öffentlich mache. Oh, und? Dann ist das super. Okay. Ich ja, klar. Also bei einer, irgendwie waren es zuerst 300.000. Ja. Hey, da habe ich ihm erstmal, habe ich noch ein bisschen Druck gemacht, ein bisschen gezögert und dann waren es eine halbe Mille und dann war ich damit fein. Cool. Das zählt ja auch. Ja. Ist doch gut gelaufen für euch. Am Leben gelassen. Auf jeden Fall. Ja, ja gut. Ich glaube, mehr hätte ich öffentlich auch nicht rausgekriegt. Ne? Ja. Besser als der Kellen, der ist auch hier, ne? Wo? Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Kellen ist hier, ja. Also ich weiß ja nicht, ob ihr nochmal mit dem reden wollt oder so, aber der läuft hier irgendwo rum. Ja, super. Ja, dann werde ich mich mal gleich hinschauen, ja. Also der ist hier, ich glaube, der hat einen Anzug an diesmal. Ich hätte ihn auch nicht erkannt, wenn er nicht gesagt hätte, wer Kellen. Der hat doch immer das rote Ding da normalerweise. Ja, hat er nicht gehabt, der ist hier außer Dienst. Okay, der hatte bei uns auch keinen Anzug an, oder? Doch, natürlich den roten. Na, den roten? Ich dachte mir, der hat einen blauen Anzug angehabt. Gut, danke, dann werden wir uns auf jeden Fall mal umschauen. Ja, ja, mach. Ja. Ich wusste nicht, dass man Antlitz zahlen muss. Mann, Spaß! Ja, dann will ich gerne noch direkt mal ihre Nummer einspeichern. Also wenn er gleich nicht kommt, können wir das lassen. Also, ihr Name ist? Wer? Ja, wir warten doch auf Peter. Ach so, Peter, ja. Hm. Ich habe ihm schon gesagt, ich dachte, dem ist das klar jetzt hier. Ja. 56 77 58. Okay, super. Dann 12.000, kommst du? Okay, kann ich gerne machen. Vielen Dank. War hier draußen auf der Wiese in der Mitte. Herr Lange? Ja. Kommen Sie mal mit zur Seite. Bis später. Bis später. Ich habe keine Lust, mit der Kohle vom Tod zu stehen, ganz ehrlich. Grayson, Leute. Jetzt noch nicht wieder so viel, aber wenigstens ein bisschen. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Oh mein Gott! Das ist super! Ja. Wir machen halt eine halbe Mille? Man muss halt bloß nett zu den ganzen Menschen sein, dann ist alles cool. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh Gott, Alter, wir kennen halt ein paar Leute, ne? Die Grove Street kommt auch, ne? Und die bezahlen alle. Ja. Mein Lieber. Das ist verrückt. Wieso hast du mich nicht angerufen? Ja. Man muss nur ein bisschen mit denen quatschen, dann fragt man einen von einer Gruppe und dann bringt der auch wieder welche mit. Das ist ja verrückt, Alter. Wir warten noch auf eine Gruppe, aber die kommt gerade noch nicht. Die sitzen im Knast. Scheiße. Meine Waffe, meine Maske. Und heute hatte ich eine Auseinandersetzung mit der russischen Mafia. Ich musste 100.000 bezahlen. Entschuldigen Sie, reden Sie hier so laut? Kann sein. Nur mal ein bisschen runter. Sie wollen vielleicht nicht, dass Ihre Gespräche überall mitkommen. Besonders wenn es um die russische Mafia geht. Okay, alles klar. Aber es ist halt schon ziemlich viel Quatschen, ne? Jetzt bin ich wieder da. Jo. Also ich wollte nur fragen, Mann. Alles gut. Herr Lensch, wir brauchen Lampen da drin, Mann. Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, das ist irgendwie zu wenig Licht. Aber die Grove Street wird schon genug Taschenlampen mitbringen. Ja, hoffentlich, Mann. Die werden da richtig einen ablampen. Die Dame, kann ich das Geld geben, bitte? Oh ja, hier. Den schwarzen Mann, bitte. Hier. Schokomann hier. Hallo, guten Tag. Ach, das Geld. Schokomann. Schokomann hier. Ronkex, danke für den Zap übrigens. So, der Schokomann kann mir das ja gleich mitgeben. Ja, danke, klar, Mann. Kein Bock, die Kohle zu tragen. Ich bring das direkt zum Geldautomaten und komm dann sofort wieder her. Jo.
Also egal wie komisch der Kustowski manchmal ist. Der Kustowski. Ich hab, naja. Ja, Kustowski. Doch, ist ja schon total scharf. Kustowski. Hi. Komm mal bitte mit mir mit. Okay, darf ich? Alles cool, jetzt komm mit, Mann. Meine Güte, ey. Oh. Willst du Billard mit mir spielen? Ich bin ein sehr großer Freund von Billard. Kostowski, weißt du, was das ist? Ja, ein Billardkö. Das ist der goldene Stab des Erfolges. Den hast du dir heute echt verdient. Das ist eine super Idee gewesen. Ich habe eher das Gefühl, dass du mich gleich aufknüpfst. Nein, wirklich. Meine ich ernst. Das ist eine gute Idee. Okay. Das war eine gute Idee. Ist dir klar, dass ich eine halbe Mille in der Tasche habe? Nee. Ich habe eine halbe Mille in der Tasche. Okay. Und das hätten wir nicht verdient, wenn du nicht gesagt hättest, was wir hier, dass wir hier das machen. So, das ist echt eine gute Sache. Meine ich wirklich. Wir müssen das öfter tun. Ja, dann können wir es halt vielleicht noch ein bisschen besser organisieren. Schwarzwasserpartys. Ja. Wir machen die spontan, aber wir organisieren sie. Und werden das nicht ankündigen, sondern werden das immer spontan am Abend irgendwo machen. Und irgendwie. Ja, gut. Und ich würde auch sagen, wir hijacken solche Luxusgebäude. Wir nehmen gerne leerstehende Luxusgebäude und werden da einfach uns das angucken und werden so eine Art, ich will nicht sagen Party-Service, aber wie so eine, also wir weisen das auch nicht aus, wir schragen das nirgendwo ein, sondern wir machen einfach so ein Fuck, so ein Schwarzwasser-Insider-Dings-Party-Club. Das ist ein Untergrundpartys einfach, so richtig coole Szene-Untergrundpartys. Wir suchen uns die Häuser vorher aus, wir gucken, ob dann nachts da irgendwer ist und dann werden wir deine Partys machen. Okay. Das ist eine coole Sache. Mhm, fand ich auch. Ja. Ich war nur ein bisschen nervös vorhin. Ja, ich hab's gesehen. Du kannst aber schnell laufen. Ich bin, also der Fitness stelle ich nicht in Frage. Ja. Ja. Weißt du, wenn der Tod hinter dir her ist, dann kannst du schnell laufen. Korrekt. Cool. Gut. Ja. Kommt denn jetzt noch für ein Auto? Jetzt noch? Ganz schön knapp, mein Freund. Machen Sie noch mal. Das klang irgendwie mehr wie ein Pferd. Ich brauche halt was zu trinken, glaube ich. Geld. Ich hoffe, du hast es bekommen. Ja, 16. Lensch, du hast da so ein Organ. Kannst du drin irgendwie die was ausdenken, dass wir die Leute gleich wieder irgendwie geordnet hier hinkriegen und nicht jeder einfach herdüst, da rein donnert und wir die okay, verlieren. Okay, mach ich.
So, nach der Sonnenwende, wenn Sie wieder hierher kommen wollen, bitte vorne auf der grünen Fläche eintreffen. Nach der Sonnenwende ganz geordnet und ganz ruhig auf der grünen Fläche vorne eintreffen. Wir werden dann wieder sortieren. Die Türsteher kennen ihr Gesicht, sie müssen nicht nochmal bezahlen. Einfach. Das ist aber nicht auf dieser Frau grün, ne? Nicht, dass da Irritationen entstehen. Ich mag ihren Humor. Ich mag ihren Humor. Vielen Dank, vielen Dank. Ich verspreche dir, bei dir passiert hier gar nichts. Nochmal, nach der Sonnenwende vorne auf der Grünfläche einfinden. Wir erkennen alle, wir werden alle wieder reinlassen, die hier drinnen waren. Keine Sorge. Nach der Sonnenwende vorne auf der Grünfläche einfinden. Jo, danke. Angemeldet offiziell beim Gericht, also wir sind hier auch. Nicht auf der Frau Grün, oder? Ich musste kurz Kontenance bewahren. Oder einen guten Whisky. So, nach der Sonnenwende hier vorne auf der Grünfläche, ja? Schön, schön, schön. Ah, ja. Dieser Whisky tut so. So, nach der Sonnenwende hier auf der Grünfläche. Ja. Okay, okay. So, meine Herren, nach der Sonnenwende, wenn Sie drinnen waren und wiederkommen, bitte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Raoul abspeichern. Kleinen Moment. Kann ich Sie kurz stören hier? Kann ich Sie kurz stören, Sir? Bitte, ja. Nach der Sonnenwende, wenn Sie wieder herkommen, dann hier vorne auf der Grünfläche treffen. Der Türsteher, wenn Sie drin waren, lässt Sie wieder rein. Ich bin ja vom Abschleppdienst hier. Raoul, Sie kennen mich. Ah, Raoul, Mr. Heroin, hallo. Ja. Ist der Heroin? Wieso? Das ist ein Spitzname. Der kommt. Also, ja, dann schleppen Sie die weg, ja. Genau, weil sonst ist das, glaube ich, zu viel Chaos hier. Ja, genau, machen Sie das. Wie viele Leute sind denn jetzt schon auf der Party? 40, 50 bestimmt, oder? Ich weiß nicht, das ist sehr verstreut. Ein paar Leute sind auch wieder gegangen, es geht gerade. Aber nach der Sonnenwende kommt die Grove Street. Okay, also ich werde auf jeden Fall hier sein und alles abschleppen. Ich habe das mit den Türstehern hier auch schon besprochen, dass die das sagen. Ja, ja, alles genau. Kommt weg. Genau. Sonnenwende tritt ein, bis gleich. Ja. Können Sie sagen, Ihre restliche Nummer? Wir treffen uns gleich hier wieder. Die machen wir. Ist es schon soweit? Was? Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Sonnenwende. Ameno. Gern. Oh shit, yo! Tyrone! Na? Was geht, Tyrone? Ja, gerne. Entschuldigung, darf ich mich hier vordrängeln? Und fahrt zusammen. Steffi. Oder Steffi? Entschuldigung, ja. Der junge Mann in Blau, darf ich mich vordrängeln? Ja, von mir aus. Dankeschön. Hey, Bedo. Warte kurz schön. Manolo? Manolo, nimmst du 4 Leute hinter dir mit, die auch zur Party fahren? Ich kann auch welche mitnehmen. Okay, dann erstmal Herr Lentsch, bitte. Hallo. Ich kann 3 Leute mitnehmen. Achtung, ich hab ein Kind dabei. Mann in Blau, gehen Sie auch mit? Otto, das glaubt ihr doch. Okay. Lynch? Ich kann dich mitnehmen, ja. Noch stopp, einen. Stopp! Luke, komm mal, steig ein. Komm jetzt. Raus aus der Karre, Mann! Ich bin Mitarbeiter. Einer hat noch Platz vorne. Ah, du! Einer hat noch Platz vorne, bitte! Verdammte Scheiße, du kannst doch nicht den. Schwarzwasserparty und mich mit? Oh, Scheiße, Mann. Kopfschmerzen, fahren Sie einfach weiter. Okay. Man kann hier so Kopfschmerzen kriegen. So. Ist bei irgendjemand Radio an? Nee. Was feiert ihr denn? Keine Ahnung, wir verdienen eigentlich nur Geld. Wow, okay. Wird
dem Eintritt oder was? So, bei wer sitzt denn hier noch drinne? Wer ist denn der Herr? Sitzt hier noch hier drinne? Ja, eigentlich schon. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Hallo? Hallo? Ich glaube, der ist sprachlos. Vielleicht hat er auch Kopfschmerzen. Nee, ich bin da. Hallo. Hallo, ich kenne Ihre Stimme doch. Ja, die Fonzo oben vom Café. Oh mein Gott. Ah, Herr De Fonzo. Ja, wir genau. Schneiden sich an. Ich fahre ein bisschen Raviata. Ja, fliegen. Nee, genau, ich wollte einfach mal, ich habe eben ganz schön gesprochen, schon gewundert. Ja. Ne? Waren Sie schon drinne vorhin? Nee, ich hatte noch was zu tun und wollte mich jetzt da hineinbegeben. Alles klar, 12.000 Eintritt. Oh, Kopfschmerzen, Vorsicht! Oh, wir sterben! Oh mein Gott! Ah! Cool! Okay. Oh, mach's gut, das... Süß. Wir haben's überlebt. Ah, feels good, man. What the fuck? Warum ging das denn so schnell? Drei Minuten. Das hat nicht lange gedauert. Ja, es loggen sich zu viele Leute ein, vermutlich, ja. Und jetzt dauert es wieder ewig, bis das Hörgerät greift. Wo stehen die? Wo stehen die? Wo stehen die? Ich bin hier runtergedonnert. Wo sind die? Wo sind die? Frau Grün hat hoffentlich meine Telefonnummer, ich hab die nicht. Unterwegs. Ruf mal bitte Frau Grün an, die soll mich sofort anrufen. Ich habe die verloren. Hallo, guten Tag. Können Sie mich hören? Ja, ruf mal bitte Frau Grün an, die soll mich sofort anrufen. Ich habe die verloren wegen Kopfschmerzen. Okay, alles klar. Ja. Mach ich. Wo zur Hölle? Ich habe das Geld eingezahlt, nicht verloren. Oh mein Gott. Fuck. Das war die Grove. Fuck, Mann! Diese verfluchten Kopfschmerzen! Ja, geil, Alter. Fick dich einfach, Mann. Ich weiß nicht, wo. Wo bin ich hier eigentlich? Ich muss mein Auto anhalten.
fahren alle in die Richtung. Theoretisch muss ich hier auch lang, aber ich komme doch aus der! Steht da vorne ein Auto? Ja. Frau Grün? Ja, wo stehen Sie? Wir stehen unten. Selbstmord. Auf einer Kreuzung? Autobahn quasi, bei der Tanke. An der Tanke? Die sind halt komplett runtergeflogen vom Highway. Aber ihr steht da. Weiß ist das Auto an? Ja. Ist es offen? Ja. Na dann einsteigen, hochfahren. Fahr selber hin. Wohin? Zur Party? Zur Party, ja. Ich bin. Oder obwohl, ihr könnt mich abholen an einem Bankautomaten hier vorne, an dem Bankdreieck. Ja. Dann kann ich dir Geld geben. Alles klar. Bei welchem Bankautomaten? Dieses Bankdreieck, dieses vordere. Ja, aber bei welchem von den drei Automaten? Der Standardautomat, wo alle immer einzahlen und auszahlen. Gut, bis gleich. Ja. Kopfschmerzen gehabt hier. Das seid ihr doch hier. Alles klar, let's go. Gott, Alter, was für Kopfschmerzen waren das, ey? Ich bin immer noch benommen. Immer noch benommen? Moment. Ja. Wow, das war halt echt heftig gerade. Okay, let's go. Puh. Das Auto hat total zerdeppert. Wow. Mhm. Wir sind ja auch durch ein paar Wände gefahren. Scheiße. Also ich sag mal so, mal gut, dass ich mich angeschnallt habe. Hier sind aber einige Autos liegen geblieben. Wow. Ja Mensch, hätte ich gewusst, dass ich mit Ihnen fahre, hätte ich natürlich nochmal einen Salzwürfel mitgehabt. Als Leckerli. Wow. Sie erinnern sich. Das vergesse ich nicht. Sie sollten. Sie sollten mal den doppelten Lunch probieren. Ja. Ja. Ja, also mittags kann ich da noch nicht, aber abends Tiki Lalaba, werde ich mal. Also die haben den da doch, oder? Ja, ja. Dann werde ich den da mal kosten. Wir haben den auch da auf der Party. Ach so? Ja. Ah, okay. Ist der auch mit Salz? Also. Ganz viel Salz. Ah, na super. Ist total lecker. Zitronenabrieb und Salz. Aber auch schon Alkohol drin, oder? Oder ja, genau. Brauner Rum. Okay. Brauner Rum, ja. Zitronenabrieb und Salz. Geschüttelt oder gerührt, das ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, das Salz ist drin. Okay, Das glaube ich. Ich dachte, die Karre hat gerade schlapp gemacht, ehrlich. Habt ihr das Anwesen bekommen? Was? Oh mein Gott. Oh, Melanie ist da. Parken wir hier? Ja, wir parken hier, der ACLS wird die alle impounden. So, alles klar, wir gehen rein. Kommst du mal kurz mit? Ach du, ich brauch noch dein Geld. Genau, wir müssen da drüben noch. So, alle, die nicht bezahlt haben, zu mir. Wer? Ich hab bezahlt, ich hab vorhin wirklich bezahlt. Ja, Herr Mangold, Sie können reingehen, wenn Sie wollen. Ja, ich warte noch auf meinen Anwalt. Wir müssen was verklagen. Okay, hab ich gekriegt. Gut, danke. Ich hoffe, ich bin jetzt beim Richtigen. Ja, bei mir. Hallo. Alles klar, Sie können rein, ist ein bisschen zu viel, aber Sie können die ersten Getränke umsonst haben. Herr Lentsch, ich würde auch gerne noch zahlen, wenn es recht ist. 15.000 haben Sie auch gesagt. 12, aber ich kann jetzt gerade nicht. Das passt. So, wer ist denn jetzt hier gerade? Hier, der Mann in Schwarz. Alles klar, dann kommen Sie her. 12 sind es für den Einlass. Alles klar. Verstehe ich auch nicht. So, bitteschön. Alles klar, Sie können rein. Das steht da. Vielen Dank. Herr Lentsch? Ja. Da steht der ACLS-Wagen bei Ihnen im Gelände drin. Ist das so gewollt? Moment. Oh Gott, der steht hier so ungünstig, dass ich kaum einsteigen kann. So, das sollte behoben sein. Oh, Herr Kellerherrn, Sie haben sich eben gerade schon versucht zu suchen hier. Der Herr Lentsch hat mir gesagt, dass Sie hier sind. So, Frau Grün, ja, Peter, Herr Kostowski, wo ist Tyrone? Ich weiß es nicht. Oh ne, nicht auf dem Dach.
Okay, die Grove Street war noch nicht hier. Ja. Gut. Darf man schon aufs Gelände, Manfred, oder wie ist das? Ja, Kellen, ich weiß ja, dass sie schon bezahlt haben. Sie können schon rauf. Nein. Herr Mangold? Ja. Was haben Sie bezahlt zum Eintritt? Also, der hat gesagt, das kostet 12.000. Ist korrekt, Sie können rein. Und dann habe ich aber gesagt, ich bin ein Rentner, ich möchte bitte Rabatt haben. Dann hat er gesagt, 10.000. Und das haben Sie bezahlt? Richtig. Alles klar. Okay. Alles klar. Danke. Trinken Sie nicht so viel. Nee. Daniel, kommst du gleich zu mir kurz? Ich komme gleich zu dir, Em. Danke. Kein Thema. Ja. Hallo. Abend. Hatten Sie vorher schon gezahlt? Noch nicht, ich nehme an. Ich habe noch nicht gezahlt, nein. Alles klar. Abend. Ihr Kollege auch nicht? Nee, der auch nicht. Dann kommen Sie mal bitte rüber, das kostet 12.000 Eintritt. So pro Person. Ja, kriegst du. Ja, kein Problem. Hast du ja beide gehabt. Nee, Bock, geh mal zur Seite, ja. Der Mann kriegt Geld. Oh, Entschuldigung. Was, 12? 12 pro Person, ja. Ah, ja. Also für Sie zwei dann 24, wenn Sie es alleine bezahlen wollen. Haben Sie gut gerechnet hier. Ja, wenn, stimmt das dann so, oder? Ja, ja, beiden Sie. Alles klar, vielen Dank. Dann, ich danke Ihnen. Gehen Sie rein, viel Spaß. Tyrone, haben bezahlt. Okay. Was habe ich? Der hat auch bezahlt, der hat bezahlt. Ja, 30.000 habe ich gegeben. Oh, wunderbar. Bitte nicht so. Vielen Dank. Okay, Tyrone, du benimmst das jetzt hier. Ich habe zwei schon abkassiert. Ich weiß nicht, ob der schon hier ist. Eine Dame, irgendeine Journalistin mit grünem Mantel, blonde Haare und ein Typ in Pink. Hallo, Tyrone. Du, Tyrone, kannst du mir gleich sagen, wie viel du eingenommen hast? Was ist mit mir? Du musst doch bezahlen, mein Freund. Ja. Ich kann dich jetzt nicht bezahlen. Wo ist denn deine Freundin? Ja, die muss Auto fahren, die ist nicht so schnell, ne, wie ich mit Fahrrad. Ja gut, dann warten wir so lange. Die können reingehen. Du kannst mich ja schon reinlassen, das ist kein Problem. Okay. Nee, sie bleiben schön draußen, wenn sie noch nicht gezahlt haben. Du kannst auch reingehen. Ja, alles gut. Wunderbar. Oh Gott, ich muss über 80.000 Gesichter merken. Ja. Sie schaffen das. Entschuldigung. Okay, jetzt werde ich mir langsam unsicher. Stopp mal. Habt ihr bezahlt, meine Freunde? Ihr ja, haben bezahlt. Alter, ach, ja, Kirschmann, geh rein, Alter. Ich kenn die. Alter, Ron, da unten stehen vier Fahrzeuge von der Grove wieder, ne? Ja, die ja, kommen, gut, die Mann. Kommen jetzt hier gleich dazu. Alles gut, Mann. Haben die vorhin nicht Schlingmann gehört? Ja, die haben sich einen neuen DJ gesucht und jetzt sind die gleich dabei. Wenn die Grove herkommt, wir haben die Melanie hier, der Buttergolem, haut die alle weg, Mann. Alles gut. Was lacht ihr da? Ist überhaupt nicht witzig. Doch, schon witzig. So, jetzt mal bitte rein. Gehen Sie schon rein. Auch der Wahrheit. Jo. Viel Spaß. Danke. Warte mal. Buttergolem. Ich muss mal lachen, wenn du das sagst. Was denn? Herr Lenz, Contenance, Mann. Contenance. Brauchen die, wir müssen hier wenigstens unser Image wahren. Ich meine, unser das ist schwierig Image bei der, ist aber... Ist das hier offiziell im Sicherheitspersonal, die junge Dame? Das ist Frau, Kowalski. Frau Kowalski ist unsere sogar Mitarbeiterin, die Sekretärin. Okay. Ich wusste das nicht, weil ich war gerade etwas verwirrt. Weil ich hatte ihr gesagt, da sind ein paar Leute reingegangen. Sie hat gesagt, sie passt auf, dass niemand kommt rein hier. Nein, aber doch nicht niemand. Frau Kowalski braucht, um das zuzumachen, sich auch nur ins Tor stellen. Da hat doch jemand gerade meine Fahrrad angefahren, oder? Was? Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Abend. Geht's Ihnen gut? Ja, alles fett und selbst. So, ich gehe wieder Arbeit an Sie. Geht wohl. Zu wenig Essen hier oder sonst. Ja, das kenne ich, das Problem. Das glaube ich. Immer die üblichen Leiden. Ja. Aber ich glaube, bei Ihnen ist es nicht nur temporär. Bei Ihnen ist das, glaube ich, ein dauerhafter Zustand. Nee, ich mache jetzt Sport. Das wird sich vielleicht alles bald ändern. Ich muss doch bei der Polizei eventuell Schwung reinbringen. Wollen Sie sich bei der Polizei beworben, Frau Kowalski? Ja, die wollen mich da als Praktikantin haben. Ach nein, macht sie das nicht. Frau Kowalski. Ich passe sogar vom BMI, wird genau passen, wurde mir gesagt. Und was genau? Rekrut? Im Streifendienst, oder? Ja, erstmal Rekrut im Streifendienst und dann kann ich mich ja hier zum Chief wählen lassen, ne? Gibt's denn schon neue Polizeiautos?
Verstärkte Achse und sowas? Die, ja. Die haben doch jetzt auch den Gefängnistransporter, oder nicht? Ach, da, das ist den haben wir tatsächlich, ja. Hallo Melanie. Ja, den will ich nehmen. Hallo. Ja. Wie ist denn der Zwischenstand? Könnten die Damen und Herren ganz kurz ein wenig Platz machen? Ich würde gerne mein Fahrzeug parken. Peter! Auf dem Gelände? Der wird Peter, ist das sicher, dass du auf dem... Also der wird so oder so abgeschleppt eigentlich. Ja, Peter, du kannst einfach aufsteigen. Auf unserem Gelände? Natürlich ja, wird er abgeschleppt. Aber es sind zu viele Autos. Eins ist schon eins zu viel. Platz da. Wahrscheinlich um Peter. Ich bin mir sicher. Ich gehe das Risiko ein. Bitte Platz machen. Peter, ich schieße dir in die Scheißreifen. Peter! Geh verdammt nochmal meine Seite. Okay, lass ihn rein. Verdammte Scheiße, Mann. Hallo, ich Vorsicht. Bin jemand, der gegen den Strom schwimmt. Aber du sollst nicht mit deinem Gegenstrom Menschen killen, Mann. Hä? Verdammt. Ich kill ja niemanden. Jaha, sehen wir gleich noch. Frau Kowalski? Ich bin hier. Ja. Trinken wir gleich nochmal. Alles gut. Oh, ich bin doch im Dienst, ich darf da nicht trinken. Ja, komm, eine Ausnahme ist immer drin. Nee. Warum nicht? Also, guten Tag, mein Freund. Nee, das darf ich nicht machen, hinterher werde ich noch gefeuert. Hast du schon bezahlt? Können Sie bei mir anfangen. Ja, alle sind eingeladen. Da müssen Sie mal kurz mit zur Seite kommen. Das ist doch keine Sirene, das ist doch die Polizei. Warte mal. Wartet. Fuck. Hat die Belehrung rein. Okay. Dann ja, müssen Sie halt noch 12.000 Ach, Dollar Scheiße. Von Ihnen verlangen. Haben ich Sie hab dabei, gesagt, weil das hat ihm wahrscheinlich lieber Mangelware. Gekauft. Ja, das kann ich verstehen. Ja, aufpasse. Ja gut, dann will ich Sie gar nicht weiter. Ja, bitte. Frau Kowalski. Kann ich jetzt bei Ihnen den Eintritt bezahlen? Ebenso. Wenn Sie 12.000 dabei haben, können Sie das, ja? Ich hatte 12.000 jetzt ja, dabei. Ja, der Herr war schon dabei. Ja, aber er hat nicht bezahlt. Ich habe 12.000. Alles klar. können wir hier einmal... So, jetzt besser. Nicht, dass ich diese Kowalski-Geld gebe. Oder kann die auch einziehen? Ist egal wahrscheinlich. Ne? Nee, Sie geben mir das jetzt einfach. Jetzt ich gebe Ihnen das. Aber eben das war... Sie können reingehen jetzt. Bitte schön. Das hat jetzt bezahlt, Herr Ron. Ich brauche hier mal kurz Hilfe bei Ihnen, wenn ich jetzt die Masse da sehe, bitte, danke. Alles klar. Mensch, wie ist denn der Zwischenstand? Peter, ungefähr eine halbe Mille, Christowski. Mensch, Baby, lass uns rumlecken, sofort. Ah, meine Toffee-Face. Was geht ab, Mann? Hallo. Was macht die Melanie hier? Passt die überhaupt durchs Tor? Was geht, Ray? Die macht den Türstopper. Für das du Stöpsel. Pass hier auf, dass hier keiner reinkommt. Hallo, Raoul. Willst du das für alle bezahlen oder wie hast du es gedacht? Ja, ich bezahle für alle. Okay, dann komm mal hier rüber. Ich bezahle auch für die Bowlers. Die Pisser haben kein Geld, Mann, diesen Namen. So fair. Und dann hat er aufgelegt. Gib mir einfach mal erstmal, was du hast. Die Autos werden hier abgeschlossen. Ach, das wusstet ihr schon, ne? Wenn die hier stehen, dann werden die abgeschlossen. Ich glaube, das reicht, ne? Alles klar. Ja, ich denke, das reicht für die Leute. Ich danke dir, Mann. Oder soll ich wieder den Rechenschieber rumsuchen? Nee, lass mal bitte. Gehen wir da mal ein bisschen abseits? Ja. Das mit der Nachhilfe hat nicht so gut funktioniert letztens. So. Ich kontrolliere das jetzt. Oh, die Autos müssen echt weg, Mann. Die Ballers und die Grove und, kommen rein. Die haben gerade komplett bezahlt. Ja, alles klar, Mann. Wie sieht das mit dem... dem pinken Herrn? Ich glaube, der hat bezahlt. Alles gut. Also die Autos hier vorne, die abgestellt werden, die werden auch abgeschleppt. Ja, der erste ist schon weg, Mann. Holy, wie Herr kann Lynch? Man so dumm sein? Ich hab nichts gesagt. Herr Lynch, der Typ mit dem pinken Flanellhemd hat bezahlt, oder? Ja, hat er. Ist da frei. Okay, alles klar. Ist okay, alles gut. Und dann die Ballers und die Grove kann auch rein. Ja, Mann, alles gut. Alle bezahlt, alles super. Oh, bist du denn doof? So, oder? Wie viel bekommen sie jetzt von mir? 12.000. 12.000, alles klar. Ja. Hallo, Melanie. Ah, das ist der Falke, oder? Also, Sie können rein. Wen haben wir denn hier? Ja, ich bin der Begleiter, ich habe auch Dankeschön. Schon bezahlt. Ich passe alles, ihn auf. Alles klar, ich habe sie oben stehen sehen. Sie können rein. Ja, genau. Ja, danke. Genau, sie habe ich auch schon gesehen. Ja. Wer macht die Bezahlung? Ja, geht rein. Ihr könnt alle rein, Mann. Nee, du stehst. Ich habe für die Ballers ne? Jedes Gangmember darf rein, Mann. Ja, die Gangmember können rein. Grove und Ballers rein. Grove und Ballers können rein. Geht bitte einfach rein. Ja, hey, die rote Lady hier gehört zu mir, ne? Die kommt auch mit rein. Du stinkst immer noch, Tyrone. Du stinkst auch, mein Freund. Jetzt 13. Verpiss dich, mein Freund. Los, Abmarsch. Jaha, oh mein Gott, was jetzt schon wieder? Ich hab's klatschen hören, ja. Könnt ihr dem ACLS mal Bescheid geben? Wir haben gerade da drin ein kleines Autoproblem. Ja, da drin? Räumt gerade die Straße auf. Ich werde mich gleich kümmern. Hallo. Ich war schon nicht. Guten Tag. Genau, Sie waren schon. Wo ist denn der ACLS hier? Wo hier? Alle Mann, jetzt mal stehen bleiben, ganz still. Runter, Herr Lynch. Die Straße runter. Der ACS-Mann.
Warte mal, ich guck mal rein selber. Erstmal die Autos, was machen die ganzen Autos hier? Ja, guck, mein Wagen auf einmal hier. Naja, das ist, der ACLS wird das alles einparken. Der alle muss das alles einparken, ansonsten wird's problematisch. Genau, die Käfern schon alle hierher, die okay, Fahrzeuge. Der Herr ja, die Käfern halt hier rum. Auf jeden Fall noch nicht bezahlt. Nee, alles ich würde gerne mal bezahlen. Ah, ja, dann machen wir das schnell. Steffi, der Herrn Weiß ist auch noch neu. Unten an der Straße hinstellen und die Leute schon mal aufhalten, dass sie nicht hier hochfahren, ja? Ja, den Herrn in Weiß, den kassiere ich ab, die können bei mir bezahlen. Jawohl. Passen Sie auf, dass es nicht den Falschen geben hier. Ja, darum kommen Sie vielleicht mal ein Stück. Ja, genau. Ey, aber wir bräuchten hier oben. Genau. 12.000 habe ich gehört, korrekt. Richtig? Korrekt. Haben Sie bekommen? Ja, habe ich. Gut. Sie können reingehen. Willst du rein? Ja, ich will dir Geld geben. Ja, ja, ist cool. Dann chill mal. Danke, Christoph. Danke. Raoul? Okay. Raoul? Mensch. Ian. Mhm. Bin hier irgendwo noch ein ACLS-Loot rum? Was ist denn? Ja, der Ian? Hat aber gerade sehr viel zu tun. Der impoundet alle Fahrzeuge, die hier stehen. Ja, bei Ihnen hinten im Garten sind jetzt schon einige. Die haben ein paar Leute schon umgebracht. Scheiße. Könnte. Nein. Nein. Hallo meine Freunde, wurde die schon bedient? Ja, hier werden ja, schon Peter die Fahrzeuge aber explodieren hier schon. Hier unten explodiert. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Alle ruhig bleiben, der Medic ist schon hier. Geht alles seinen Gang. Ich hab schon abgeschleppt, Raoul. Käferproblem. Komm. Ja. Jo, geh mal weg hier, Typ. Das ist der Chef, Mann. Du kannst nicht sagen, geh mal weg, Typ. Was er meinte mich. Er meinte Linda. Mois. So. Ey, Ian. Jo. So, ich hab, der Typ ich glaube, Raoul hat gerade alle daran. Autos von der Grove Street abgeschleppt. Komm mal rein. Ja, die Käfern hier alle durch die Gegend, rein. Das ist schon so okay. Ja, alles gut. Schönen Abend noch, viel Erfolg. Meine Freunde, kann ich euch helfen? Guck mal das. Haben Sie schon gezahlt? Frieden? Das ist Breeden, das ist ein Mitarbeiter von mir. Aber gut aufgepasst, ja, Melanie. Gut aufgepasst. Was mit dem da? Das war Raoul. So. Breeden, was wolltest du? Nichts, ich war nur auf dem Dach und wollte durchgeben, dass da hinten zwei Autos auf den Hinterhof gefahren sind und in die Luft geflogen sind. Tja, Problem beseitigt. Ja. Es wird alles hier beschlagnahmt. Der DJ ist leider gestorben, glaube ich. Ach du Scheiße. Hey Freunde, der DJ ist nur ohnmächtig geworden. Es geht gleich los. Wo ist der DJ, Mann? Ich mach Mund zum Mund. Herr Tannenbaum, grüße Sie. So, du alles, was funkelt. Wo ist denn Stan? So. Jungs, der DJ ist wieder da. Gib gleich Musik. So, was ist das denn? Aktuell noch Stimmbandprobleme. Was ist, warum? Warum steht ein pinker Van auf meinem Hof? Genau, der steht da. Das ist der Candy Van. Da ist ein pinker Van. Du passt ja gut hierher. Kann jemand vom ACLS mal bitte kurz aufs Gelände kommen und den pinken Van auf unserem Hof verwahren? Der pinke Van. Die neuen Lieferelfen. Den zu deiner Farbe. Bei dieser Schwarzwasserparty. Ist da der Alkohol drin im pinken Van oder was? Ja. Auch, ja. Ich hab Kinderstimmen gehört. Sind da Kinder gefangen? Haben nur noch Langeweile. Boah, ist das laut hier. Der Candy Van, kein Kinder Van. Oh, geil. Da hinten, hinter dir liegt noch einer. Viel getrunken. Ein hochschwarzer Sportwagen. Tief. Nee, ich glaube, du hast zu viel getrunken. Ich glaub, was? Du trinkst mal ein Wasser jetzt. Ja, ich hab. Nicht, dass wir ihn noch halb aus dem Stuhl fischen. Ich glaube, dein Schon wieder ein Exorzisten. Gott, Alter, da drin steht einfach ein Van. Frau Koslowski, da drin steht ein Auto. Der weiße Van. Herr Gonzales, sind Sie drin? Pinker Van. Da steht. Hier ist Herr Gonzales. Herr Gonzales. Habt ihr die mitgebracht, die beiden? Gefährlich. Was oh mein Gott. Freunde? Ich hab Angst.
Na, da wollen wir doch unsere Nachbarn hier willkommen heißen. War das das Kartell? Die mit Amelie rumgerannt ist, genau. Puh. Oder die, ich weiß nicht genau. Ich hab schon Nachbarn. Wir machen eine Million hier, ne? Ja, richtig. Deswegen bin ich dafür, dass wir sowas öfter machen. Alter! Da hinten das steht ist, auf der linken Seite. Noch sehr günstig, ne? Auf der linken Seite. Bei der nächsten Party. Ja, das ist alles unvorbereitet, wir wissen es. Ich würde Ihnen empfehlen, dass alle mit dem Pizzaroller kommen. Pizzaroller? Ja, weil der ja verschwindet, wenn man absteigt und der käfert nicht hinterher. Ah, ich verstehe. Dann machen wir so eine italienische Pizza-Party. Genau. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste, weil cool. Die anderen Fahrzeuge käfern ja da das rein. Das Motto für die nächste ist, man muss... Das Motto-Party. Italienische Pizza-Party. Definitiv, schreib es sofort auf. Schreib's auf. Ja, ich würde sogar sagen, ich würde Pizza spenden, also die normale. Ja. Pizza ja. Sag mal, die VIP-Dings da hinten mieten für heute. Was für eine VIP? Da, wo der Fußballplatz drin ist. Der Tischtennisplatte. Das da hinten? Das ist leer stehen. Da kannst du einfach reingehen, Mann. Na, ja, ich will das aber nicht, dass da einer reinkommt. Aus der Voilà. Also, wenn du da dein Ding machen willst, Eine Million, okay? Die machen Salami-Party. Wenn du wieder. Mir eine Million dafür geben willst, dann was? Soll ich davor jemanden stellen, der damit da keiner reinkommt? Ja, na klar, der sagt, verpiss dich hier, oder wir machen das. Alles klar, dann, ich kann dir das, klar. Du weißt, wo die Couch drin ist, ne? Ja, da vorne, genau. Ja, richtig. Dann ist das geklärt, ne? Es ist, wenn du, also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt eine Million zahlen wolltest, oder... I don't give a fuck, man, scheiß auf Money. Einlass? Hast du eine Million dabei? Ich will dabei? Einfach meine Ruhe haben. Ja. Ja, aber was wir denn? Können kurz holen gehen, ist kein Ding. Was Einlass, ist das? Ich bitte Sie, den Herrn Gucci, und den Herrn Gucci, sag, wie war das? Und den Herrn Müller reinzulassen, Jürgen Müller. Boah, Jürgen Müller ist voll der töfte Typ. Alter, ich hab gar keine Freunde hier, Mann. Herr hast Lensch. Du das gerade verstanden? Das war eine Anforderung, keine Bitte. Wieso hast du jetzt, wann schreiben wir denn hier Gästeliste? Wovon redest du gerade? Gästeliste steht schon ewig. Also, Gucci und Gucci Müller. Wurde genannt, ist okay. Das sind die einzigen, die nichts. Okay, Kürtis? Alles klar. Mhm. Hast du irgendein Problem mit einer russischen Mafia oder so? Sergej! Da. Ist das so verstanden? Ist verstanden? Ich weiß nicht, wer das ist namentlich. Kannst du die Namen aber die kommen jetzt irgendwie hierher. Mir wurde mitgeteilt per Herr Helikopter und 7 Leute oder so. Keine Herr Müller Ahnung. Und Herr Gucci haben ja freien Zugang. Bitte. Ja. Jo. Alles klar. Dankeschön. Hab keinen Bock auf Ärger oder so. Die Dame haben sich auch bezahlt. Herr Lentsch? Okay. Ja, bitte. Meinen Sie mich? Kommen Sie mal mit kurz zur Seite, bitte. Meinen Sie mich? Ja. Ich muss Ihnen kurz meine Goldbarren geben, Mann. Ja, geben Sie. Aber reisen Sie nicht rum. Das macht richtig Katsching heute. Wow. Was? Warum lässt denn sorgenfrei so den Chef raushängen? Ich glaube, ich muss ihn gleich nochmal beiseite nicht. Nehmen, Alter. Ist das irgendwas in Gästeliste oder so? Ja, irgendwas. Ja, ich höre da irgendwas drin rum. Paul? Peter? Oh ja. Peter, komm mal bitte mit. Der Sorgenfrei ist rechts. Also, wo ist denn der? Ist dahin. Was? Okay. Wenn ich rechts bin, hack ich den Link. Herr Sorgenfrei? Ja, natürlich. Wie Peter? Ja, wer ist denn jetzt? Immer noch. Komm mal bitte mit. Alter. Krise. Also erstmal, wo ist denn die Musik hin? Manfred. Weiß ich nicht, aber kannst du mal ein bisschen runterkommen? Mir deswegen? Gefällt nicht, wie du mit den Leuten da vorne gesprochen hast, ehrlich gesagt. Pass also auf, mir gefällt das nicht. Du kannst hier keine Gästeliste aufmachen und irgendwelchen Leuten irgendwas sagen. Zu. Nein, hör mal bitte zu. Nee, ich bin der Boss. Du hörst mir nein, zu. Aber hörst du? Nein, aber ich will dich nicht in deiner Variante untergraben. Ja, aber ich habe mit allen Leuten vorher schon gesprochen und habe darum gebeten, dass jede einzelne Person ein Eintrittsgeld zu bezahlen hat, bis auf zwei Personen, denen ich gerne den Zugang zu einer elitären Party ermöglichen würde. Hast du was getrunken, Person, Peter? Ja, kannst du mich kurz aussprechen lassen? Mhm. Ich möchte gerne zwei Personen, die niemals auf so eine Party kommen würden, hier einladen. Ja, und wenn du möchtest, dass sie keinen Eintritt... Also, wenn du möchtest, dass sie bezahlen, zahle ich das Geld für die. Ja. Aber das sind 12.000, das kann man doch mal
Ich möchte bitte den Personen, also die sind keiner Organisation angehörig, die gehören nirgendwo hin. Wir sind hier sozusagen zwei Looselands, ja, und die würde ich gerne dazu einladen, dass sie einfach nur eine Idee davon bekommen, wie so eine Feierlichkeit funktionieren kann, ohne elitären Zugang zu haben. Aha. Deswegen habe ich gerade und auch vorhin schon und von Anfang an schon gesagt, dass diese Personen sich hier einfinden werden und bitte keinen Zutrittsgeld bezahlen. Das ist einfach nur eine Art Kundenakquise, sodass auch normale Bürger einen Einblick in so eine elitäre Veranstaltung bekommen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass du das auch von Interesse findest, dass eventuell sowas stattfindet. Du willst also jemandem sagen, dass es nichts, dass es nicht um elitäre Sachen geht und nicht um elitäre, aber bevorzugst die Leute? Ja, natürlich. Ich bevorzuge sie, indem sie kein Geld bezahlen. Das ist richtig. Aber nur mit der Möglichkeit zu sagen, guckt euch an, was hier passiert, vielleicht könnt ihr Kontakte knüpfen. Und das kann ja wohl nicht so schwer sein. Du bezahlst das für die. Hast du das verstanden? Also das ist doch... Hey, ja, ich habe gesagt, du bezahlst das für die. Ich habe dir gerade gesagt, geh nicht so abgepisst davon, ich bezahle das auch für die. Ja, dann gib den beiden Jungs da vorne das Geld und dann ist das okay. Hast du das verstanden? Ich sage dir gerade... Ne, du fühlst dich gerade so wie so ein kleiner Diktator an. Ist es nicht möglich, der normalen Riege einen Einblick zu geben? Ich meine, hier fahren 15 Fahrzeuge ein, die eine Person einführen und du sagst, ja, ist halt so. Also kann ich auch sagen, dass ich befreundete Personen hier einkommen lasse, die sich das mal ganz nüchtern angucken können. Nicht in Ordnung. Peter, ich glaube, du hast was getrunken. Und das finde ich nicht in Ordnung. Weil du mich hier besoffen zuleilst. Und jetzt hörst du auf? Du hast mich vorhin... Ja? Was habe ich vorhin? Zugeleilt, wo ich deine Fahne wissen wollte. Ah, okay. Ich bin aber nicht betrunken. Ich auch nicht. Okay. Gut, dann können die... Also, deine Argumentation ist dass du... Das ist seit einer Stunde abgesprochen mit denen. Die Leute stehen schon ewig auf der Liste. Curtis steht vorne, ja? Ja, also, danke. Du willst Leuten zeigen, Leute stehen schon ewig auf der Liste, die sollen sich das einfach mal ganz entspannt angucken, die sollen Leute kennenlernen, wissen, wer so eigentlich im Staat unterwegs ist. Und gut ist das. Ne? Wenn du meinst, da muss unbedingt Geld fließen dafür, von Leuten, die kein Geld haben. Jeder, der Eintritt hat, jeder, der hier rein will, bezahlt Eintritt. Warum? Das nennt sich Transparenz. Und das ist auch nur für zwei Leute. Was heißt denn Transparenz? Was? Was redest du? Es tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ich versuche es wirklich, aber ich verstehe es nicht. Was hat das jetzt mit Transparenz zu tun? Ich möchte zwei Personen, mit denen ich sehr lange befreundet bin, von Anfang an, die hier schon im Starter sind. Ja, und die bezahlen einfach ihren Eintritt. Wenn die schon lange da sind, wird ihnen das nicht wehtun. Ja, okay, da verstehe ich dich auch. Pass auf, ich bezahle das und gut. Okay? Ich habe keine Lust, mit dir zu diskutieren. Okay, dann bezahl das vorne bei Tyrone. Sag dem Bescheid, dass ja, die reinkommen. Normalerweise ist es ja so, dass du sagst, hey, ist okay, dass sich auch normale Bürger hier mal umschauen können. Damit hätte ich jetzt gerechnet. Aber wenn du sagst, sie müssen auf Teufel komm raus bezahlen, dann ist das deine Angelegenheit und du bist ja immerhin noch mein Chef. Dann übernehme ich die Kosten. Ja, mache ich. Okay. Okay. Die Kosten waren jetzt zuletzt 5.000. 12.000. Ja, einige haben sogar 5.000 bezahlt. Und damit es keine Schwierigkeiten gibt, gebe ich dir einfach mal 18.000. Warum? Du kannst, ne, 24. Weil ich es gerade auf der Hand habe. Warte, wir machen eine Differenz daraus. Versteh mal. Ich will mich mit dir nicht missverstehen. Ja? Ich glaube, du bist betrunken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Okay. Das ist einfach so, dass ich normale Bürger an sowas heranführen möchte. Aber jeder normale Bürger, sogar die Grove Street, bezahlt hier einfach und geht rein. Die verdammte Grove Street ist hier mit 15 Fahrzeugen reingefahren und hat jemand entführt. Was heißt denn da normale Bürger? Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden uns da morgen nochmal drüber unterhalten. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Gespräch was bringt. Aber okay, alles klar. Ich habe dich gerade darum gebeten, als stellvertretender Geschäftsführer zwei Personen kostenlos reinzulassen und du machst dann Fass auf. Ich sage, die können bezahlen und einfach reingehen, ja. Und es wäre doch okay gewesen, wenn du ein Stück zurückweichst und sagst, hey, lass den eine kleine Einsicht in so einen elitären Kreis.
Das ist doch kein elitärer Kreis, hier können einfach Leute reinkommen. Das gibt hier, es gibt hier keine geschlossene Gesellschaft. Es ist hier nichts, dass hier irgendwie ausgeschlossen wird. Jeder kann hier reinkommen, aber es gibt nur einen Eintritt. Und du willst Leute hier reinholen, die du schon jahrelang kennst, die schon ewig auf dieser Insel sind und sagst, dass den 12.000 zu viel ist? Das ist doch Bullshit. So ist einfach Bullshit. Sag, die können kommen, die bezahlen Eintritt und dann kann er das machen. Ist doch easy. Ich verstehe das Gespräch nicht. 18.000 hast du erhalten, einer ist mit drin, den zweiten Nachtritt werde ich zahlen. Okay? Also ist ja noch nicht komplett. Ja, okay. Okay. Wow, what the fuck? What the fuck? Okay. Aber nicht springen, viel los, ne? Pustowski? So. Mit Orientern. Oh. Alter, die Freunde, Braden? Freunde gehen richtig. Ja. Hey, kommst du mal bitte mit mir mit? Oh. Bomb hat Kopfschmerzen. Sag mal. Ist Peter öfter betrunken? Puh, weiß ich nicht. Also in letzter Zeit kommt mir das nicht mehr so vor. Nicht mehr so vor? Guten Abend, ihr Herren. Störe ich gerade? Ja, bitte. Es tut mir leid. Okay. Das sieht nicht gut aus. Da vorne explodiert gleich was. Vorsicht. Wow. Okay, ja, sag mal. Das ist extra Show-Act. Ja, also? Es tut mir leid, ich kann gerade nicht. Also ich muss hier gerade ein Gespräch führen, tut mir leid. Okay. Also, nochmal die Frage. Ich bin abends nicht so oft da. So, und jetzt sag mir mal, ist Peter betrunken? Öfter. Ich hab ihn noch nie explizit trinken sehen, aber ich meine. Hast du den Eindruck, wenn du mit Peter sprichst, dass er betrunken ist? Naja, von den ganzen Penisgeschichten her würde ich sagen, vielleicht schon. Das erzählt man ja nicht einfach so. Ich versuche nochmal die Frage so ernst wie möglich zu formulieren, ja? Das ist wirklich wichtig. Das bedenkt, das geht auch deine Zukunft was an, weil ich hier eine Firma übergeben will an jemanden, der jeden Abend volltrunken dann hier irgendwie durch die Gegend läuft. Darum stelle ich die Frage nochmal. So schlimm ist das nicht. Ist es nicht. Nein. Wer kriegt das hin? Okay. Wie ist denn der Typ auf das Dach gekommen? Weiß ich nicht. Das ist einer von der Growth Street. Das ist ein Affen. Ja, aber... Und warum brennt mein Heli? Der Digga ist wieder komplett abgehoben da oben. Melanie. Kannst du mir mal Räuberleiter geben, damit ich aufs Dach komme? Ah, schon zu spät. Alles klar bei dir, Kollege? Wenn wir uns den Teil... Ist vom Dach. Was? Einen Haufen kriege ich nicht genug, dass du da hochkommst. So, ich gehe mal. Nee, ich. Flogen. So, habt ihr White Ladies hier? Dass hier so viele Menschen sind, Mann. Der Wie? Ist halt außer Kontrolle, ja, ey. Ist hier oben noch ein Medic? Nee, ich hab gerade ein Dispatch gesendet. Wir sind schon gut, auf dem Weg, alles gut. Kustowski ist einfach weggekloppt. Ja, nicht hat nur er, Raoul hat's auch erwischt und dann lag auch noch einer. Herr Lange! Tyrone, komm mal bitte mit. Ein zu viel genommen. Was läuft schief? Zu viele Menschen. Du hast du Peter abends öfter mal erlebt? Auf Partys, ja. Kam er dir betrunken vor? Okay, wie ist die Frage? Meine ist jetzt. Ob er dir betrunken vorkam? Ich denke schon, ja. Hast du noch Geld für mich? Ja. Einen Augenblick. Was haben wir denn dann total, ey? Hier. Wir haben jetzt 1 Million gemacht. Ja, gute Nacht, mein Freund.
Für so eine Nebenbei-Party ist das doch ganz gut. Mann, können die sich mal wo tummeln, wo nicht die Leute reingehen? Ich kann nicht jeden irgendwie einen Gesichtsscanner aufsetzen. Das waren Schüsse. Ist da noch irgendwo ein Medic? Glaube nicht. Holy shit, wie viele Leute hier sind. Ich hab noch nicht viele auf einem Ort gesehen. I don't know. Oh mein Gott. Hab ich das falsch verstanden? Ja, ja, dunkler. Mm. Das sind ja, echt viele. Wir sind bloß umgezogen, ne? Moin. Moin. Alles gut. Ja, und selbst? Danke, ich habe mitbekommen, dass sie Lese machen, naja. Eieiei, habe ich vorhin nicht mitbekommen, dass sie sind Anwalt? Ich bin Anwalt, ja. Holy shit, ist das fett. Komm mal her, wo ist Kisha? Okay. Kisha, check mal den aus. Ja. Ich hab ganz schön den Song, ich hab nämlich so einen Spiegel am Kopf. Oh, Peter, hier sind so viele Stimmen. Disablo, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Er hat meinen Bruder misshandelt, Mann. Da war zu viel Chlor drin jetzt. Wie das denn? Ja, aber das war ja vorher nicht. Eine Frau mit rosa Haaren? Ja. Keine Ahnung. Richtig, Zekata. Hallo. Guck mal hier, ich bin's Otto. Von wem? Guck mal von dir. 12 Jahre, jetzt darfst du dich auf die Bart. Er kam. Hallo, Herr Medikamentmann, kommen Sie bitte mit. Ich ja, hab die ich Hände komme. Oben. Ja. Hier, ich hab die Hände oben. Hier liegt meine Freundin Raoul. Keine Ahnung, dann fahr mit dich hier mit dem am Baum. Hallo. Ich bin am besten hier stehen bleiben. Oh Gott. Also die Fahrzeuge entweder ganz weit wegfahren oder die werden beschlagnahmt. Wo ist der Lynch? Ich bin du hier. Du bist der Lynch. Hallo. Du bist bei mir weiß, hast lila Haare. Holy shit, Mann. What? Warte, ich setz mich mal hin. Jetzt bist... Nee, das ist so ein Fehler, weil hier zu viele Leute sind. Deine Haarfarbe wechselt sich permanent. Wow. Du ja, bist jetzt Gott. Der Disco-Lynch. Sicher, dass du keine scheiß Drogen genommen hast? Du bist der Disco-Lynch. Du bist schneeweiß, genau wie der da. Wow. Du hast zu viel Klo Disco-Lynch, im Pool. Ich hab's dir gesagt, Mann. Und das ist der Frankenstein, den wir hier abgeben. Oh Gott. Oh Gott. Ja? Ich krieg schon wieder Gras zugesteckt, verdammt! Er hält sich willkommen in der Grove Street. Oh. Meine Taschenlampe funktioniert nicht. Meine geht. Hier sind zu viele Menschen, Mann. Zu viele Batterien da. Aber das ist die fetteste Party überhaupt! Holy moly! Was ist jetzt mit der VIP-Lounge? Ich glaube, wir können das knicken, Mann. Ich denke, also ich ehrlich gesagt wird das hier nichts. Also nicht, wenn du so viele Leute hast. Ich würde sagen, nächstes Mal Mitglieder. Leute vor die Tür und dann kommt keiner da rein. Ja, die klettern dann über. Ja, aber das Problem ist doch erstmal nicht, dass da ein Auto kommt und euch umhaut und dann ist doof. Ja, der Raoul soll alles abschleppen unten. Also hier geht, aber da drin ist Katastrophe. Genauso als würdest du in der Melanie drin sein. Katastrophe ist das. Bitte was? Hast mich schon verstanden, Baby. Hast dich ja nicht mal schick gemacht für die Party. Bin doch schick. Sie ist doch beruflich hier. Muss doch reichen. Wie, die ist beruflich hier? Na, die ist beruflich hier. Ich schlepp hier alles ab, was hier hinkommt. Ja. Auch dich, wenn du willst. Du ziehst das weg, ne, bis zum Schrottplatz. Kein Kind. Ja, sicher. Wie, die hat kein Kind. Oh. Ja, guck dir den mal von der Seite an, Mann. Kann doch auch nichts dafür. Die hat durchgehenden Hals, Mann, bis zum Kopf. Sieht ein bisschen aus wie Earth vom Game, Mann. Ein Pizza-Tattoo wieder, das reicht doch, oder nicht? Oh! Verdammt! Hilfe! Guck mal hier. Was ist hier? Mal, hier was ist das denn? Oh.
was zur Hölle? Ach, verdammt! Schlepp alles da ab, was da rumsteht. Hier stirbt schon wieder alles weg. Was ist hier passiert, Mann? Melanie! Oh, Scheiße. Was hast du mit dem gemacht, Mann? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ist das Benno? Nee. Oh Melanie, mein Gott. Warum isst du die Leute also, auf? Ich weiß, ich sehe zwar, also, der sieht halt anders aus, aber von den Klamotten her. Mensch, Lensch. Ist das ja Lensch, Alter. Was Lensch? Ist mit dir los? Hallo, er sah gerade erst so aus, als ob er zu was? Den Melanie, Aliens was hast du mit dem gemacht, Mann? Du warst mit dem alleine hier. Ich hab nichts mit dem gemacht. Junge, du warst Mädchen, oder? Mann, du warst alleine mit dem hier. Könnt ihr mal bitte kannst beiseite du, gehen? Kannst du mal vernünftig die trauern hier? Ja, ich würde ihn jetzt. Gar nicht. Ich würde ihn ja vierteln, damit jeder was von ihm hat. Wie, ich nehme die Beine. Du fasst den gar nicht an. Wenn du den jetzt nach dem Arm fässt, hänge ich dich am nächsten Baum auf, mein Freund. Ja, was denn? Wir können auch teilen. Wir teilen hier gar nichts, du nimmst jetzt Abstand. Gut, dann lass ich den da. Das ist sehr traurig im Moment. Mensch, Otto. Mir geht's nicht gut. Ja. Mensch, Lensch, was ist los? Jetzt nehmt Abstand. Steh auf. Eine Armlänge Abstand. Verdammte Scheiße. Wo kann denn der Lensch sein? So viele Haarfarben hat er gar nicht. Mensch, Alter, was macht jetzt alles raus? Hallöchen. Warum kommen alle raus? Oh nein. Geht doch mal wieder rein. Der Lensch. Oh mein Gott. Ich habe 10 gezählt. Oh nein. 10? Okay. Ja, weg hier. Melanie, ja. Hast du einen Kuss gegeben? Nein. Richtig? Ja. Nee? Vielleicht nur ein bisschen mal einen Spaß oder so. Aber wollt ihr euch alle gegenseitig hören oder was macht ihr hier? Ich weiß es auch nicht, dass ich will hören, was da los ist. Wayne, kannst du... Sieht jede Frau hier aus wie ein Mann? Ja. Was ist mit deinem Gesicht los? Also manchmal denke ich, glaub, sie die Größe riechen mich, aber ich glaube, die riechen nicht. Ich glaube, du hast ein Problem. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja, die Herr Medic, der hat sich totgelassen. Geht doch mal alle wieder rein. Melanie wollte diesen Augen. Also, jetzt rein, Leute, ihr geht jetzt alle wieder rein. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Alle rein jetzt. Sofort, Ruhe, Mann. Dankeschön. Das ist ja schlimmer als im Kindergarten. Hört mich keiner mehr reden, oder was? Gott, du bist schuld, du bist die alle Rose. Ich hab so wenig Freunde hier. Boah, wieder Tierschule. Das ist genau gehört. Verdammte Scheiße! Wo weißt du dich denn so? So, nochmal. Zurücktreten, bitte. Ja. Dankeschön. Ha! Mensch, Lensch, ja, die Melanie kann nicht zurücktreten. Das ist, wenn die am Airport ist, steht die hier. Alle ja, bitte wieder reingehen! Gott, warum sind denn alle draußen? Ich weiß es nicht. Tyrone, bist du das? Ja, Mann, ich hab wahrscheinlich ja, mich ein bisschen gefärbt, mein Freund. Die Schminke ist Michael? Michael? Ja, du siehst auch nicht mehr aus, MJ? Stefan Raabmann. Bist du es, MJ? Ich erkenne dich nicht mehr, Mann. Komisch aus. Aber Lensch, man, guck dir die Frauen an, die sind noch besser, glaub mir. Komm mal ja, mit da vorne. Komm mit, echt jetzt, komm mit. Ich komm mit. Oh, komm ins Auto. Kuscheln. Wir haben. Ein Gesicht sehen. Guck mal, wie dir. Ich werd hier sogar aufgelacht. Ah! Oh nein! Oh no, ist das so wrong? Da krieg ich schon Kopfschmerzen. Es ist so falsch! Also wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Alkohol hier. Ja, okay. Die hübscheste ist die Melanie. Man. Oh nein! Wow, womit haben wir das verdient? Was ist das für eine Party, Mann? Hör auf, oh Mann. Mein Gott, wie geil! So gut, ey. Holy shit, ich komm nie wieder auf eine Salzwasserparty. Ach du Gott, ist das was gut. Was für Weiber, Mann. Die haben so ein Adamsapfel. Oh, ich geh nicht kaputt. Ich oh, wollen. Oh mein Gott. Oh, super gut, ey. Du bleibst hier. Was ist jetzt mit dem Poolhaus, Lensch? Gut, das ist gut. Da stehen irgendwie Leute vor. Ja, dann hau ich die jetzt weg. Lass sie doch einfach da stehen und genieß die Party, Mann. Jetzt die sind eh viel zu viele Leute unterwegs. Ja. Ja. Oh, ja. Gottes Willen, ey. Salzwasserparty. Wahnsinn, was für eine geile Party. Schwertfechten hier. Was war das denn für eine Lache, du Pisser? Das ist so cool. Das ist meine Hexenlache. Bist du eine Hexe aus Hogwarts? Ja, ja. Ich bin fucking McGonagall. Falafelpuff, Mann. Okay. McGonagall.
Du bist serious Lenchman. Nimbus 3000. Guck mal, was die Linie da machen. Wie der aussieht. Neuesten. Lock, man. Den neuesten Anschlag im Vor. Wenn Kisha jetzt aussieht wie ein Typ. Wo ist Äffchen, Alter? Da ist Äffchen. Äffchen, Mann, dich hört man immer von beiden. Der hier? Toll, und draußen dürfen nicht hin, oder was? Das ist richtig, so schön. Schön, eine schöne Binnensee-Rundfahrt. Ey, die Musik ist perfekt. Ich find's ohne Scheiß, ich find's super lustig. Du kannst mich hier noch alles verstehen. Es ist nicht nervig. Richtig gute Arbeit, ey. Damn, son. Den DJ hol ich mir wieder, ey. Der ist wirklich gut. Guck mal, jump, jump, jump. Guckst du, ob wer ertrunken ist? Ja, ich hab, ja da war irgendwie jemand drin, der nicht hochkommt. Ich hab dir gesagt, lass uns das nachher der Sonnenwende machen. Jetzt. Nee, man. Seitdem hab ich's aber gar nicht mehr gesehen. Ja, ich mach das. Gleich rein. Serious Lynch, Alter. Wenn er wohl nur eine Powernap macht. Jäger, vielen Dank für den Resub 2 Monate. Weich wie Brei, danke für den Resub 18 Monate. Komm. Voll gut, Mann. Ah, Green. Ja? Alles klar drinnen? Ja, drin ist alles klar. Alles super. Ey, ja. So eine geile Feier. Ja. Okay. Tyrone kümmert sich gerade darum, da unten stehen wohl Polizisten, aber wer kriegt das hin? Okay. Ich unterstütze ihn mal. Oh, das ist auch ein Problem. Also. Kobanos, danke für den Resub. 17 Monate, Mann. Boah, war das witzig gerade. Fuck my life. Curtis, meine Butterblume, was gibt's? Curtis? Ja, sorg mal bitte dafür, dass keiner in die Scheiße reinkommt, Mann. Ich zahl dir 1 Million nachher. In welche Scheiße? Ja, hinten in diesem Poolhaus, Mann. Da, wo du gerade drin sitzt? Ich das und dann wird's blutig, ja. Ich weiß nicht. Kannst du keinen hier abstellen? Ich kann jemanden abstellen, ja. Ich hol jemanden. Ich mach das auch selbst. Reden, komm bitte mit. Oh. 1 Million Dollar Auftrag gerade. Ja, der Wachschutz am Clubhaus. Ja, hier vorne. Welche? Ja. Der kennt mein Kraftwerk. Achso. Also. Wenn ich bis dahin. Ich hab jetzt, wenn jetzt Arzt. Ich die Homie-Sprache aneignen, als du Anwalt. Genau. Ey, Dicker, bitte nicht. Shit, Alter. Nein, lieber. Natürlich stehen die Spielen hier drinnen. Ja, die Kellen fehlen muss man, Alter. Ich sehe keine Kellen. Die Party ist überhaupt gar nicht offiziell, aber voll die Sau. Werde ich mal ein bisschen weiter nach hinten breeden, dass das hier zu ist. Die Bude wäre geil hier oben, würde ich mir gerne erwerben hier. Ich sagte, dass das zu ist hier, also dass du richtig in der Tür drin stehst. Okay. Oh shit. Robert, wo bist du denn? Ich glaube, ich habe hier abgeleckt und. Du siehst doch aus wie Trump, wie die Frau sagte. Aber hat sie nicht davor abgeleckt? Hat die Frau doch gesagt, das sieht aus wie Tram. Wollen wir mal da hochschauen, was da ist? Curtis? Ist Curtis hier? Ja. Wer darf denn rein, wer darf nicht rein? Ja, Flug auch. Nur die Gangmitglieder, ne? Alles klar. Entschuldigen Sie, Herr Müller? Ja, ich darf hier ein bisschen rein. Ja, der Müller darf. Oh. Der Müller Sie dürfen, alles klar. Ja. Okay. Geil, man, kriegen wir jetzt hier Security, Alter. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Akten säubern von der Polizei. Geh da mal hin, schubst den ins Wasser. Oder, wenn es schlecht, oder? Mach du Musik. Was? Nochmal, ich hab's verstanden. Mal ein paar Akten säubern von den Crew-Streets und so.
Oh, das wäre auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht, oder? Man will ja auch mal ohne Bedenken auf der Straße rumlaufen. Was ist das denn jetzt? Es geht ja mit dir jedenfalls gut. Kuschelmusik war eben. Ey, Robert. Warum haben wir denn jetzt hier doppelt dreifach Musik? Was willst du denn? Keine Ahnung. Denn wir müssen noch einen Scotch trinken. Aber nur hier im Pool, hör's mal. Und nicht für die Schnäpfe. Ja. Ich sag ja. Das sieht ja aus wie so. Wenn jetzt wohl. Das ist VIP, ja. Ja. Das ist nur VIP. So sieht's aus. Ich glaube, da will ich auch gar nicht rein. Ja, dann gehen Sie bitte. Du, Ebola. Ihr macht es voll gut, Mann. Alter. Normalerweise machen wir das. Ja, jetzt lasst euch mal gehen und chillt mal ein bisschen. Wenn, wollt euch ein Bier? Wenn einer da nein will, sag ich ihm, der kann nein kommen, wenn er Frankenstein kaufen Dafür will. Dafür, Craig, der hat schon wieder einen Pool gebaut. Was kaufen will? Frankenstein. Ich verstehe. Was ist der hier rechts? Der rechts neben mir? Ist das der Türsteher von hier? Wer spricht denn da? Mucke lauter. Welcher? Lil B, Mann, ist mein Name. Ah, Lil B, hallo. Wie geht's dir, Mann? Ist das dein Mitarbeiter hier, der Türsteher? Ja, klar. Ja, sagst du dem Anweisungen, nur Frauen dürfen hier rein und Leute, die Gras kaufen wollen. Ich hab schon gehört. Hast du vielleicht einen richtig heftigen DJ am Start, der da drin eine Privatvorstellung machen kann? Hier ist ein DJ bei euch extra drin. Scheiße, Mann, du sorgst echt für alles, Mann, ohne Scheiße. Ja, Türsteher, ne? Wenn die hässlich aussehen, lass den nicht drin. Also was? Die Frauen. Wenn da so ein hässliches Entlein dabei ist, Mann, verstehst du, was ich meine? Ja, komm nicht rein. Machst du erstmal einen TÜV-Test und dann soll die unter Beweis stehen, ob die hier reinkommen darf, ja? Ja, okay. Ich danke dir, Mann. Türsteher. Ja? Darf ich hier rein? Das ist VIP, nein, ist mir leid. Nur VIP. Ich suche meinen Freund, ja. Dwayne Waters. Den werden sie hier drinnen nicht finden wahrscheinlich. Oh, das ist zwar krasse Gesetze. Ansonsten versuchen sie mal anzurufen, tut mir leid. Ich probiere, ja, danke. Was ist das, Peanut Butter Cup? Was ist das? Was sagst du? Natürlich, Mann, wir wollen nicht genervt werden. Das war der, oder? Okay. Ja, hör weg mit denen. Ist doch VIP, Mann. Oder willst du, dass irgendwelche Schneeflocken nicht verkrutschen? Also, bin der beste Tänzer. Dann kann doch keiner gucken, wie T-Shirt hat. Die Pisse, sonst knallt die alle ab. Das sieht komisch aus, gell? Was ist denn hier? Also, warum tanzt er? Die drehen hier gerade ein Rap-Video, tut mir leid. Warum tanzt er Erbeutel? Ah, okay. Tut mir leid, sie können hier nicht rein. Ja, 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 moin, weißt du, wo ist der Herr Lensch? Ja, hier. Wer steht jetzt hier? Ach, da, einmal Herr Lensch. Wir bleiben noch ein paar Stunden, ne? Weil wir das nicht tun. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ich danke Ihnen dafür. Deswegen wollte ich kurz reingucken, ob drin halt alles in Ordnung ist. Aber wir können, hier ist alles okay, wenn wir was brauchen, rufen wir sie. Ja, alles klar. Okay. Ja, was ist einfach? Machen wir, danke. Oh, der Lensch, der wirkt aber ganz schön. Herr Müller! Ja! Sagen Sie nochmal meinen Namen. Wie viel Zombies hatten sie denn? Wo sind eigentlich eure Chicks, Mann? Alter, guck mal, ein Sterben, Mann. Ich habe doppelte Lens, ich glaube, ich war Sechster. Sechs doppelte Lens? Ich habe einen Sechster im Lotto. Oh yeah. Oh. Ich bin ja nicht im Dienst. Verdammt nochmal. Das ist privat, ich darf hier rein, hat er erlaubt. Sie dürfen rein, Herr Müller, wenn Sie wollen, ja. Curtis hat es erlaubt. Hey, Tite. Ich tanze mal mit, meine Freunde. Ich bin... Wir sind nicht besser. Krieg ich jetzt wieder ein Schlitt? Ja. Nein, nicht in der Öffentlichkeit. Ich hab dir schon mal gesagt. Ich mach das nicht woanders. Alter, wenn wir wieder in der Öffentlichkeit sind. An so einen Job könnte ich mich auch gefallen.
Für die Bezahlung? Ich habe ein paar mehr bekommen, als ich dachte. Ich spiel grad ein bisschen Bonanza. Ich werde nicht sagen, aber auf den Partys von Callahan waren nicht halb so viele. Ich hab so viel. Ja, aber ich meine, das ist ja auch eine Underground-Schwarzwasserparty. Das ist krass. Ja, Alter. Ja, das sagt man mal, das ist eine richtig gute Party. Gibt's ja auch was zu trinken? Alter! Wir haben eigentlich einen Barkeeper, ja? Wo ist der? Alter. Frag dich mal rum, ich hab gerade keine Ahnung, ich kann ja auch nicht weg. Aber hier gibt's was zu trinken, ja. Am besten mal am Tor fragen, die wissen das eigentlich. Lucy, du musst mal hier tanzen. Tanz mal hier. Ich? Das ist, am Tor fragen, dass ich ja, so ja, das brauche? Nein, ich wüsste denn was. Hey, Lucy! Ich bin nur dein Rap. Ich sehe irgendwie Sterne. Manfred? Hä? Oh, hallo? Oh, oh. Hast du die Farbe gewechselt, deine Haare? Nee. Nee, nee, das ist einfach... Ach so, meine Augen. Manfred, ganz kurz. Ich mach gerade Türsteher hier, aber okay, mach mal alleine bitte. Ich komme jetzt... Ich bin da, wie ich gerade sehe. Warte mal, ich... Das ist hier so eine VIP-Lounge. Ja, die bezahlen uns 1 Million dafür. Oh, rot, schwarz, rot. Oh mein Gott. Oh. Ich habe das gleiche Problem bei dir. Ja, okay, ich verstehe gerade, was du meinst. Oh mein Gott. Pass auf, die Frage war gerade nur, war das der vorhin zwecks der Eintrittsgelder? Ganz kurz, mal kurz Pause, Peter. Tyrone, such mal bitte den Barkeeper, die Grove will was trinken. Ich hab die Polizei abgewöhnt, Mann. Alles gut. Such trotzdem den Barkeeper. Hier rein. Wo ist Manolo, wo bist du, mein Freund? Alles klar, sorry, ja. Ja. Ich höre dich. Peter. Also, nur noch um klarzustellen, ich will dir nicht über den Mund fahren oder über deinen Geschäften stehen. Du bist Boss, ja, und das respektiere ich. Aber da gab es irgendwie Schwierigkeiten vorhin und ich wollte gerade wissen, was kam denn jetzt gerade als Einnahmen rein? Und du hast mir vorgeworfen, dass ich 2 Gäste auf meine Kosten einlade. Die übrigens noch nicht mal hier sind. Ich habe gesagt, dass mir nicht gefällt, wie du mit den Leuten da vorne gesprochen hast, als du das transportiert hast. Und dann habe ich dich gefragt, wer das ist, und dann hast du mir eine waghalsige Erklärung gegeben und dann habe ich gesagt, dass das keinen Sinn macht. Okay, können wir uns trotzdem darauf einigen, dass ich 2 Sondergäste einführe, die niemals in Kontakt kommen würden aufgrund dieser Geschäftsleistung, die sie nicht ausführen? Ja, nimm sie rein, du hast eine Anzahl, ist okay, nimm sie einfach rein. Ich will da jetzt gar nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Ne, es geht mir nur darum, du bist mein Chef und ich lass du kannst sie mit reinbringen, bring sie rein. Ja? Okay. Alles klar. Ich gucke jetzt, dass da vorne der Job gemacht wird. Ach, guck nicht. Aber ich muss sagen, man sieht sich sehr selten. Das stimmt. Man sieht wirklich viele Leute immer wieder, aber wir zwei, wir sehen uns ganz selten. 1-2 Mal am Ende des Videos oder so, das war's. Tyrone? Sie, das hast recht. Tyrone? Ja, der kommt. Okay, alles klar. Es kommt gleich nochmal ein Barkeeper, Jungs. Jawohl. Hola. Ich bin der Barkeeper. Das in deiner Hose. Der Mann in Rot ist der Barkeeper. Hola. Yo, what's up, guys? Ja, was kann ich euch bringen? Mama, ich doppelte Checky. Wie bring ich euch? Soll ich euch einfach einen riesen Eimer bringen? Oh ja, und 2 Capri Sonne. Okay, 30 Ja. Okay, bekommen Sie. Warum hab ich Geld bekommen? Was sind die ganzen Leute hier? Durchstrahlen. Okay. Bin zu gecko-mäßig für die hier. Wollt ihr Sigi nicht auch kommen, Mensch? Ach, du bist... Ich höre dich gar nicht wegen der lauten Musik. Aber, nee, ich weiß nicht, wo ist denn der Lentis? Der hat mich vorhin angerufen. Warte mal. Ich rufe ihn mal an. Ey, ich brauche noch eine Flasche Wodka. Oh, der ist echt da. Warte mal. Shit, man. Hilfe. Ja, kann ich machen. Ja, nochmal. Was ist denn? Komm her. Veranstaltung hier zu tun? Ja, war noch ja. Die Bar, wo du da vorne, ne? Bitte? Die Bar wurde auf jeden Fall überfallen. Sie wurde eingenommen. Ja. Ja, das kannst du ja extra Geld dafür verlangen. Sie mache ich. Jo, was geht ab, Mann?
Es sieht noch nicht aus. Alles viel bei dir? Oh. Oh. Jo, wir sind fertig aus, Mann. Aber ich habe Kuba kennengelernt. Ist das eine geile Party, verflickt nochmal, Breeden. Kennt ihr Kuba? Ja, eben gerade Kontakt gemacht. Kann man sich dann gewöhnen. Er ist voll cool. Er will mich vorstellen, dass er mit dem spanischen Hombre. Ja, dann. Die Dice kommst du? Ja, ich geh jetzt demnächst Ritik an reinkippen und dann geh ich schlafen, Mann. Danke. Boah, sind die alle in den Pool gegangen? Ey, Markus kam. Was? Was ist nur da? Alter, verpiss dich, Effie. Hey, Sigi. Ja, letztens. Nein, Mann. So, sag mal, warum bist du nicht auf der Party hier oben? Weil ich. Wer hat mir denn jetzt Pommes zugesteckt? Aber ich bin gerade auf dem Weg. Okay, alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ich muss anfangen, meine Green. Taschen zuzukleben. Ja? Ja, ich auch. Bitte in Rot rein, das ist der Barkeeper für den Abend. Der wird bezahlt für Drinks aus Schiff. Ja, der war schon drin. Der soll hier rein. Der darf auch rein. Der darf hier rein. Der darf alles machen. Wo ist Lench? Ich stehe direkt neben dir. Er hat heute mal schwarze Haare. Ach du Scheiße. Ja, wir haben alle so ein bisschen Augenprobleme. Bei mir hast du keinen Bart mehr. Oh Gott, bei mir ist Curtis weiß. Oh Gott. Ja, rein. Okay, ich hab dich nicht erkannt. Du hast keine Augenbrauen, wow. Du auch nicht. Jo, Männer, danke für die du siehst abgemagert aus, als hättest du gerade eine Drogenkuh hinter dir. Ja. Kann man jetzt bei ihm drei Herren was bestellen? Bei dem Herrn in Rot. Der Herr da vorne in Rot. Einen roten, ja, genau. Hat einen roten Laser an. Ja. Dachte mir nur, weil sie alle jetzt so davor stehen. Ja, weil wir hier Security machen, ja. Alles klar, gesonderter Bereich, ja. Ja, ist ein VIP-Bereich, ja. Alles klar, kann ich nachvollziehen. Was ist alles gut. Bereich? Das Club hast du hier. Gesonderter VIP-Bereich hier auf Kollegen mit meinem Fahrrad fahren lassen. Der war ganz ich wünsch dir was, Mann. Ich hau hier rein, Mann. Hau rein, ne? Viel Spaß, Mann, ne? Das ist ein Durcheinander hier, ne? Ich sage Ihnen. Verzeihen Sie, Herr Lensch. Ja. Ich möchte Ihre wertvolle Zeit nicht in Anspruch nehmen, aber könnte ich Sie auf ein Wort sprechen? Also Sie können hier jetzt mit mir reden, ja? Sache ist die, ich hätte ein Angebot für Sie. Ganz Sie haben ein Angebot für mich. Ja, es würde. Es würde... Sie haben einen Auftrag für mich sozusagen. Nein, nicht wirklich. Sie müssen eigentlich fast nichts tun. Jo, bitte. Aber es könnte eine Million Backe, Dollar bei rausspringen. Natürlich haben Sie meine Aufmerksamkeit. Kommen Sie mit. Breeden, du machst das hier. Worum geht's? So, folgendes. Ich wurde vor circa 3 Tagen von einem gewissen Herrn beauftragt, etwas herauszufinden. Erst über die Biker oben in der Ding, na, wie heißen sie? Die Cerberus. Die Cerberus, genau. Nachdem das dann soweit erledigt war, gab er mir einen neuen Auftrag, etwas über Schwarzwasser herauszufinden. Ich habe diesen Job verfolgt. Und je mehr ich mich durch diese ganzen Sachen gegraben habe, dachte ich mir, lieber pisse ich dem ans Bein als Schwarzwasser. So. Ja, ich verstehe. Mein Vorschlag ist nun, er bot mir 2 Millionen Dollar für diese Information. Ich würde jetzt anbieten, diese Information zu faken und uns das Geld zu teilen. Sagen Sie mir mal bitte erstmal, von wem der Auftrag kommt. Der Auftrag kommt, ich glaube, den Namen haben Sie schon mal gehört, von hier, Anwalt Artemis. Ich verstehe. Und was möchte er wissen? Er möchte exakt wissen, welche Position der Herr Sorgenfrei bezieht, wer Ihr Anwalt ist und was genau Ihre Pläne in naher Zukunft sind. Allerdings, da ich Ihre Ausschrieb in der Forums-App gesehen habe, sind die meisten Informationen klar. Ich bin nicht sicher, ob er das weiß. Wenn nicht, ist es halt offensichtlich. Und ich bin nicht ganz sicher, ob er sich mit den Informationen zufrieden gibt. Aber mein Plan oder mein Gedanke dahinter war der folgende.
Ich nehme Tonband, ein Tonbandgerät, nehme ein kurzes Gespräch auf zwischen mir, Ihnen und Sorgenfrei, bei dem Sie einfach mal erwähnen, dass Sorgenfrei nichts weiter ist als ein Angestellter, Ihr Anwalt, der Kruskowski, und Sie, der Chef der der Schwarzwasserorganisation. Das sind alle Informationen, die er von mir haben wollte. Ich verstehe nicht ganz, auf was er hinaus will, aber ich denke, das reicht, um $2 Millionen von ihm einzusacken. Ich gebe Ihnen mehr. Ja, und da kommt Raoul doch, oder? Weil sie es sicher machen wollen, ja? Ja. Die Frage ist ja, müssen Sie das aufzeichnen? Er bestand auf ein Video, auf einen Tonbeweis. Okay. Ich denke nicht, dass der Sorgenfrei da aktuell in der Lage ist, was zu tun. Aber ich würde, also ich kann Ihnen Informationen geben, die das erfüllen. Und Sie nehmen das jetzt einfach auf und ich tue so, als wäre ich in ein Gespräch verwickelt mit jemandem. Verstehen Sie? Verstehe, das sollte eigentlich auch reichen. Ich meine, immerhin sind Sie ja der Boss. In diesem Fall. Sagen Sie mir, wann die Auflage läuft. Ja, eine Sekunde. Ich muss hier nur schnell das Diktiergerät aufmachen. Läuft jetzt. Der Kruskowski? Nee, das ist unser Anwalt. Nee, der ist nur der Anwalt, ja. Und der macht die üblichen Sachen eigentlich. Und die sonstigen Geschäfte, die übernimmt halt hauptsächlich Angestellter Sorgenfrei, also aber der ist Consultant nur. Ich kann ihnen halt keine Führungsposition geben, weil der halt bei der Polizei schon war und da sind so ein paar Fragen aufgekommen. Darum lasse ich mich dazu nicht hinreißen. Ansonsten machen wir das, was eigentlich alle machen wollen. Wir wollen eigentlich nur Geld verdienen, so. Aber schlussendlich ist für mich halt noch richtig, dass wir das nicht nur dass wir nicht nur Geld verdienen, sondern auch grundsätzliche moralische Zwecke vertreten. Und für mich ist das größte Ziel halt, die Exekutive komplett zu ersetzen. Ja, also als privates Unternehmen. Aber das weiß, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich denke, das reicht. Herr Lensch, das wird ihn auf jeden Fall zufriedenstellen. Hier in der Atmosphäre der Party kann ich einfach behaupten, ich stand um die Ecke und habe sie so belauscht. Das okay. Wird ihn wahrscheinlich, oder bei einem Telefonat in dem Fall, da man ja keine zweite Stimme hört. Ich würde nun jetzt ihn, beziehungsweise ich würde ihre Nummer aufnehmen und ich würde sie anrufen, sobald der Sie zeigen mir erstmal ihren Personalausweis. Selbstverständlich, wir wollen ja das alles soweit richtig machen, nicht wahr? Na. Kannst du anders machen, man muss ein bisschen leiser machen, Digga. War gerade noch auf dem, das ist Luzi. Anderen. Luzi ist das irgendwo. Da geht die Luzi ab. So, ja, Herr Kabelpott. Ganz genau. Da, die Luzi $1 Million. Immer irgendwo am Boden. Ja, also er sagte mir, je nachdem wie die Information für ihn ausfällt, zahlt er mir 1,5 bis 2 Millionen. Ich werde auf 2 Millionen bestehen, da ich ihm sagen werde, dass ich mich hier reingeschlichen habe und nicht gezahlt habe und dass auf alles auf meine Kappe geht. Ich habe auch für diesen Job mir ein neues Auto besorgt. Einen Moment, Peter, ich höre. Manfred, kannst du mir kurz deine eigene Einschätzung geben zu Herrn Nord? Inwiefern, was brauchst du denn? Vertrauenswürdiger Partner, ja oder nein? Also ich höre aus sehr vielen Ecken, dass es ein Schwerkrimineller ist. Es ist ein Schwerkrimineller, aber der ist, wir haben den schon einmal aus der Patsche geholfen. Ja, das und der also war sehr, schon gelesen, ja. war lief gut. Was, wenn er abhängig davon, was er möchte, ja. Warum nicht? Was willst du denn mit ihm? Es kommen neue Aufträge rein, also beziehungsweise es kommen Aufträge gegen ihn rein. Oh, ja, dann aufnehmen, aber erstmal, wir müssen das erst sichten. Müssen wir erst sichten. Also sollen wir aufnehmen, aber sichten wir erst. Sagst du denn selber, dass der Herr Nord ein zuverlässiger Geschäftspartner ist? Also ich habe ihn immer, also er hat pünktlich gezahlt und er hat Informationen, die wir rausgegeben haben. Er hat da keinen Bullshit gemacht, sondern er hat immer, lief gut, ja. Moment, warte kurz. Können Sie nur mal wiederholen, die Dame? Da sieht ganz gerne ab. Der Herr Nord?
Ich soll mal kurz ausliefern, dass der Herr Nord aufgrund seiner Vergangenheit die Todesspritze bekommt. Wie nennen wir den Kreis? Das ist mir egal. Das ist nicht relevant. Ich wollte es dir nur sagen. Ich spreche ja mit potenziellen Klienten. Ja, wenn er, also wie gesagt, ich sag ihn nur. Karamell. Nicht relevant für mich. Wo ist Moment Schnee? Da muss Frankenstein drauf. Okay. Also nimm es auf, aber gib keine Garantie. Ja, das ist so klar. Ja, und eine Person, die quasi den Tod auf der Liste von gesetzlicher Seite haben, sind für mich nicht unbedingt die besten Geschäftsmänner. Ja, nee, es geht ja, wie gesagt, du willst irgendeinen Auftrag aufnehmen, ich sag dir, du hörst dir das an, aber ich habe das, ich glaube aktuell nicht, ne? Ich entscheide mit dir. Ja, ich sag, ich kann das nicht am Telefon klären und jetzt schon gar nicht gerade, ich habe auch gerade ein Gespräch. Nein, ich meine, da... Ich wollte dich nur informieren, dass es, ich glaube, ein maximal Problemfall ist. Und ich kann ja sagen, dass Polizei nord- und südseitig nach ihm hinterher lechzen. Ja, ich weiß, aber nochmal, ist für mich unrelevant, was die Polizei will. Ich sag's dir nur, hör mal, ich sag's dir nur. Ich habe hier einen Kunden, der würde gerne gegen den Herrn vorgehen. Und ich kann das nicht am Telefon regeln, ich habe hier auch noch ein Gespräch, es tut mir leid, ich kann das gerade nicht am Telefon machen. Wo bist du gerade? Ich schaue gleich rüber zu dir. Bist du noch auf dem Grundstück? Wo bist du gerade? Ich komme zu dir, wenn ich das Gespräch hier fertig habe. Auf dem Grundstück, war die Frage. Ja, ich... Gut, dann treffen wir uns da. Entschuldigen Sie. Ach, kein Problem. Also, wo waren wir stehen geblieben? 2 Millionen? Genau. Also, wie gesagt, die Summe beträgt sich auf 1,5 bis 2 Millionen. Ich werde sagen, ich werde meinen Aufwand einfach ein bisschen hochtreiben. Werde auf 2 Millionen bestehen. Werde sie kontaktieren und wir teilen 50-50. 30.000? Alles klar. Ich habe jetzt 1 Million aufgeschrieben. Herr Koppelpott, wann werden Sie das Geld zur Verfügung stehen haben ungefähr? Ja, also ich habe den Herr Artemis heute schon 4-mal versucht anzurufen. Er ist nicht im Start. Ich befürchte morgen Nacht, abends, so um die Zeit. Ich hoffe jedenfalls, dass er da ist. Ich bin nicht ganz sicher, wann er immer so im Start ist. Versuche es jetzt aber noch. Sollte sich heute Nacht noch was ergeben, würde ich mich natürlich melden. Ja. So, Herr Koppelpott, geben Sie mal bitte Ihre Nummer. Selbstverständlich, dann 323 natürlich. 292. Ja. 503. Gib mir mal deine Masken. Ja, hier, bitteschön. Komm, gib mir die. Ich behalte die ein für heute. Ja. Was? Ah, gib die mal wieder, ja. Jetzt habt ihr die Arschkarte. Ja. Ich schmeiß die hier jetzt runter. Die ist weg. Habe ich so notiert. Wollen Sie meine Nummer haben? Ja, wäre praktisch. Das ist die 287002. 287. Diese Nummer geben Sie übrigens nicht weiter. Selbstverständlich nicht, das ist alles vollstens hundertprozentig vertraulich. Außerdem sollte der Artemis auch nicht erfahren, was wir hier gerade abziehen. Korrekt. Falls Herr Artemis irgendwann mal von mir zu sprechen kommt. Mein Deckname bei ihm war Fileman. Also wahrscheinlich wird er den Namen benutzen, wenn er irgendwas von Beweisen oder so, von irgendwas. Weil soweit ich, also er gab mir nicht viele Informationen über den Job. Er wollte nur diese Informationen, aber er wollte sie irgendwie dran kriegen. Ich weiß da nicht was, ich kann mal meine Ohren offen halten, Augen und Ohren offen halten. Ich bin öfters mal mit ihm in Kontakt wegen verschiedenen Sachen. Ich verstehe. Alles gut. Die zusätzlichen Sachen, ich nehme das so hin. Ich habe mir jetzt die Summe aufgeschrieben, das ist alles vermerkt und ja. Okay, in diesem Fall, wir hören voneinander. Ja. Ich wünsche noch eine schöne Party. Ja. Und bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Akulär, Müllermilchär. Ey, Digga. Ja, okay. Tja. Was denn? Wo läuft hier denn, Mann? Kommst du klar, Breeden? Ich komm klar. Kostowski war gerade noch hier, ne? Ja, richtig. Okay. Ich muss mal kurz den Peter suchen. Wo sind denn die Makler jetzt hier? Jupp, mach das. Da sind sie, eingeschnappt. Sind sie nicht auf die Party eingeladen, oder was? TJ, lass sie mal rein, die sind cool, Mann. Du kommst da nicht rein, Mann. Nigga only.
Wer hat denn jetzt hier die Lied? Der Leichnam verschwunden. Aha. Herr Raoul, alles gut? Nee, ich hab das schon rausgegeben. Entschuldigung, ich telefoniere gerade. Alles gut. Wer ist denn der Typ hier mit dem Schläger? Was ist denn los? Dieser Typ hat mich geschlagen. Was soll das? Hören Sie sofort damit auf. Okay. Wer ist denn der Typ hier mit dem Schläger? Wer ist denn? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Und weg ist er. Was schlägst du da drin? Vielleicht hab ich mal aufgelegt. Also du bist drin gewesen, ohne zu zahlen? Ja. Du bist doch super. Ja, du sag mal, Kostas. Total. Hey, Grossowski. Oh. Komm mal kurz an die Seite hier. Also. Lalul! Ich glaube, ich klicke da oben hier. Abgehoben? Das Wetter heute. So. Da weg. So. Gefällt dir das nicht, wenn so viele Leute da sind? Ja, eigentlich schon, aber die. Der Guido Gucci, den hatte ich aber ehrlich auf die Liste eintragen lassen und der Herr Lensch war absolut nicht damit zufrieden, dass es hier Sondermaßnahmen gibt. Ich habe gesagt, das ist einer der privatesten Privatpersonen, die es geben kann und da wäre es ja nur gut gewesen. Aber ich bezahle das auf meiner eigenen Kasse. Ja. Der Witz ist aber daran, dass der Herr schon seit circa einer Stunde auf dieser Party ist und niemals kontrolliert wurde. Also er kam hier vorne rein, ja, hat er mich gerade angesprochen und sagt, hey, ich bin doch schon ewig hier, wo ist denn das Problem? Und das frage ich euch gerade. Versteht ihr? Also es soll kein Anschiss sein oder sonst was, aber ich glaube, die Organisation ist irgendwie nicht ganz so richtig. Das ist richtig, das haben wir dafür, dass es spontan ist, aber auch ganz gut hingekriegt, finde ich. Das wird beim nächsten Mal definitiv besser laufen. Ja, stimmt. Vor allem, weil ja Taiwan und ich quasi für alles angesprochen wurden. Es wurde gefragt, wann, wie, wo Getränke, hier ACLS, hier Medic, dann noch das Geld einkassieren und so weiter und so fort. Das war für zwei Personen, Für eine Stunde Planung? Ja, für eine Stunde haben wir das, war das gar nicht so schlecht, muss ich plus gestehen. Kopfschmerzen, war der eine nicht da. Man kann sich nicht absprechen, so gut. Aber wird sich auf jeden Fall bessern, aber... Also ist ja nicht böse gemeint. Nee, ich weiß, ist Kritik, ey. Ganz, alles cool. Nur konstruktiv. Und mir gefallen deine Schuhe. Dankeschön, auch echt viele Leute, ich hab sie tatsächlich kurz getauscht, ja. Ja, ist mir sofort aufgefallen. Okay, also Herr Gucci, bitte Zulass, meine Kasse. Soll ich Tyrone haben? Oder direkt an Herr Lensch? Ist doch Herr Lensch, oder? Ja, das ist Herr Lensch. Okay. Herr Lensch ist gerade seit zwei Stunden gegenüberstehend und ich habe Angst vor seinem Augenblick. Angst vor dieser Frisur? Ja, weil er nichts sagt. Ja, gut, die Frisur auch, aber das ist... Nur der Frau zugelassen. Ja, das ist Frankenstein. Ja, es könnte auch Frankenstein sein, ja.
Peter, willst du heute schon schlafen gehen jetzt langsam? Oder wie lange meinst du das hier noch durchziehen zu müssen? Bis hier Ordnung einherrscht. Ordnung. Hm. Okay, also ich möchte dich darüber informieren und das sollen die anderen wissen. Wir werden uns da morgen drüber unterhalten. Weil ja. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Du bist offensichtlich betrunken und du bist offensichtlich... Okay. Du bist offensichtlich betrunken und bist hier auch im Dienst. Und das geht nicht. Ne? Das geht einfach nicht. Das eine und das andere geht nicht, ne? Zusammen. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Ich habe dich vorhin darüber informiert. Ich rede dich spreche dich die ganze Zeit darauf an. Und langsam nervt es mich, dass ich hier gegen Wände rede, weil mir das richtig unangenehm ist. Richtig unangenehm. Also, entweder du bist im Dienst und meinst meinen Arbeitnehmern hier irgendwelche Anweisungen geben zu müssen, oder du bist nicht im Dienst und trinkst. Beides war nicht der Fall, sondern es war so, dass wir uns im Vornherein absprachen, vorher Regelwerke festgesetzt haben und dass das durchzuführen ist. Und das können, glaube ich, alle Mitarbeiter, die aktuell anwesend sind, bestätigen. Danke, Herr Doktor. Das ist korrekt, ja. Lass es dir bestätigen. Lass es dir bestätigen. Lass es dir bestätigen? Allen, ja. Lass es dir durch alle... Nee, jetzt mal ohne Witz. Lass es dir durch alle Personen bestätigen. Pass auf, ich sag dir das nochmal. Entweder du bist im Dienst oder du trinkst. Aktuell trinkst du. Das heißt, du kannst nicht im Dienst sein. Warum bist du im Dienst? Ich habe dir vorher eine Atem-Alkoholkontrolle vorgeschlagen, wo ich dachte, du wärst trunken. Aha. Und ich glaube nicht, dass irgendein Angestellter hier gerade in der Lage ist, das zu beurteilen. Also sollte nicht beurteilen. Wir waren in der Lage zu sagen, hey, gegen Schwarzwasser geht gar nichts, Alter. Ja gut, ich frag dich nach... Und Herr Krostowski und Co. habt ein schlechtes Gewissen, haben sich bei mir sehr kompliziert bestätigt. Also und meine Zusage, frag Herr Krostowski... Meine Zusage kam erst, indem es dadurch entstanden was ist, was hat es denn damit zu tun? Für das Gespräch. Na, das hat damit zu tun, dass für das Grundstück Gewinn empfohlen wurde. Und was hat das mit deinem Trink, mit dem Tatsache zu tun, dass du betrunken bist? Ich verstehe das nicht. Das ist ja eine Behauptung. Aber. Okay, alles klar. Also, nochmal. Und ich erlebe das jetzt hier so das erste Mal. Meinen Erzählungen nach ist es nicht das erste Mal. Zumindest das, was ich gehört habe. Du bestehst darauf, mir zu sagen, dass du nicht betrunken bist. Das ist korrekt? Nein, ich sage, dass ich hier darauf achte, dass der Firma nichts Schlechtes zustößt. Du hast mir gerade gesagt, du bist nicht betrunken. Hör zu. Und das können alle Personen, die hier anwesend sind, bestätigen, dass ich darauf achte, dass der Firma nichts Schlechtes zustößt. Und du kannst hier jeden Einzelnen fragen... Und jeder Einzelne hat ein schlechtes Gewissen. Und frag jeden Einzelnen. Wie so ein schlechtes Gewissen? Kannst du da kurz mal eingreifen und sagen, dass ich aufgrund dessen, dass uns das Grundstück nicht offiziell gehört, dass aufgrund dieser Irrmann-Party... Kannst du nicht auch mal was zu sagen, bitte? Du musst was sagen. Ich glaube, der Herr weiß nicht, worum es geht. Die Frage ist, bist du betrunken? Was willst du den Herr Krostowski fragen? Der in der Veranstaltung stattfindet, die zur Kundenakquise ist. Okay, die Frage ist, bist du betrunken? Und du sagst, hier ist eine Veranstaltung. Entschuldigung, können Sie bitte einmal ein bisschen weg? Ist dein Ernst? Hä? Nein. Also nochmal. Aufpassen jetzt hier. Vorsicht. Die Frage ist, bist du im Dienst? Und das ist offensichtlich so. Du bist hier im Dienst und meinst, Kundenakquise zu machen. Ich bin nicht im Dienst. Du bist nicht im Dienst, dann mach dich bitte fort. Du kriegst hier einen Platzverweis von mir. Okay. Ja? Ich bin nicht im Dienst, sondern der Herr Krostowski hat die Vollverantwortung. Der hat jetzt die Vollverantwortung. Nee, nicht jetzt, sondern von Anfang an. Du kriegst jetzt einen Platzverweis von mir, du gehst jetzt bitte. Okay. Lass uns das morgen klären, der Rest kommt morgen. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Alles klar, Chef. Ja, tschüss. Nee, der hier. Achso, der Carlos.
Alter, ist das euer Ernst hier gerade oder was? Warum ist der besoffen? Der ist halt hackedicht! Der ist hackedicht! Ja! Und macht hier auf Boss! Da komm ich so dran. Oh mein Gott, ich kann das ja wohl nicht. Was ist denn? Ich hab sowas noch nicht erlebt. Was war das denn? Und der ist nicht nur ein bisschen hackedicht, der ist fucking dicht. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ist es dir nicht? Ist dir nicht? Entschuldigung, ganz so ruhig, Lenz. Ja, ich bin nicht die Fun-Person hier. Also, dir ist nicht aufgefallen mit... Ist dir nicht aufgefallen? Ja, ist dir aufgefallen? Aber die ganze Zeit, dass du mit mir geredet hast, nicht. Ah ja. Und die langen Pausen zwischen den Sätzen, das Überlegen, das Konzentrierte, ist nicht aufgefallen. Ist gut. Da, come on, ich bin jetzt nicht am Feind. Da muss, ja, nee, aber da muss doch von euch mal gesagt, da muss doch Initiative kommen. Da muss was passieren, da muss gesagt werden, ey, hier, ich bin doch jetzt hier, ich denke, ich bin bescheuert. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgenommen, weil ich denke, ich hab sie nicht alle. Aber der hat hier, was ist mit ihm? Ich dachte, ich bilde mir das ein, aber es ist nicht so. Ich bilde mir das nicht ein. Der ist voll. Und nicht gespielt voll. Was zur Hölle, Mann. Wow. Jay, sag mal Bescheid und so. What the fuck? Ja, wie kann man sowas... Wer sind die hier? Ja. Ich bin Isabel Gonzalez, hallo. Hallo, Isabel. Arbeiten Sie auch im Bestattungsunternehmen? Was für eine abgefuckte Scheiße, Mann. Was machen Sie denn da? Achso... Heiß. Wow. Du siehst aber aus wie ein Schlagersänger. Wow. Das geht ja wohl gar nicht. Also bitte, tschüss, auf Wiedersehen. Sowas geht nicht. War nur gutes RP, ja, alles gutes RP. Ja, genau. Genau, richtig gut RP. Scheiße, mein Party vorbei oder was? Richtig, richtig gut RP. Weil verfickt nochmal betrunken ist. Offensichtlich, jeder, der das nicht sieht, hat verfickt nochmal seine Brille nicht auf und sollte schleunigst zum Optiker gehen. Wow, what the fuck? What the fuck, Mann? Oh. Ich verstehe so langsam das Polizeiding. Warum das bei der Polizei nicht geklappt hat. Langsam ergeben sich Bilder. Wow, what the fuck? Warum steht hier ein Auto? Cool, Mann. Das ist nicht cool. Nee, das ist, glaube ich, der Lynch. Da kannst du ruhig reden. Ich bin hier, hallo. Das hallo. Ist der Lynch, guten Abend. Gehöre. Hey, sorry, ich habe eine Haarkrankheit. Der Disco-Lynch. Ja. Das ist der Disco-Lynch, ja. Mann. Der Disco-Lynch. Der Techno-Lynch ist das. Der macht immer so utz, 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 utz und dann fängt er mit seinen Beinen so. Ja. So, auf jeden Fall brauchen wir Kontakte, wenn wir jemanden haben, der wird eingetütet, sofort verbrannt. Ja, ohne Fragen ist, wie gesagt, wir bieten anonyme Erdbestattung, Seebestattung, Feuerbestattung an. Also, ja, also überhaupt kein Problem. Das ist ja, das ist, Sie können aber auch, wahlweise haben wir auch Grabsteine, die Sie selbst dann beschriften können, wenn Sie das möchten, mit Finger. Nee. Alter, das... Wieso, ein bisschen Graffiti, man? Ist das bescheuert, Mann, so eine Scheiße muss ich mir reinziehen hier, oder was? Wir haben nichts mitbekommen. Für seine Feier. Ja. Gib dir 15. Ja, vielen Dank. Den Rest kannst du behalten. So. Ist irgendwie noch ein Auto hier? Nee, da haben wir
Nur nach vorne der Granger. Alles klar. Und das Taxi. Ich gehe eine Runde laufen. Ich laufe zum Bankautomaten. Mach das. Lentis kommt hier gleich her, ne? Der ist glaube, extra hochgelaufen. Ich glaube, die hätten sie mitgenommen, den Granger. Lentis kommt? Ja, ich habe jetzt keinen Nerv mehr, so ehrlich nicht. Okay. Der Scheiß ist einfach zum Kotzen. Wenn irgendwas ist, dann ruf mich an, aber ich glaube nicht, dass ich... Machen wir. Ja, kein Problem. Jo. Machen wir jetzt einen Sitz. Und bezahlt, damit kann man sich ja so eine... Motherfucker. Ja, der Chat ist mir scheißegal. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, aber ich habe eine relativ extreme Einstellung, was das angeht. So. Das ist, what the fuck, ey? Das geht einfach nicht. Ich meine, was soll das? Man macht das einfach nicht. Jetzt, come on. Ja, ich... Ich habe schon mal was getrunken, natürlich. Aber das ist, es ist ein Unterschied, ob du das, also ob du völlig Hacke bist, ja, und irgendwelchen Leuten was vorleilst, oder als sich zu betrinken, so. Es ist, also da gibt's einen Unterschied, ne? Also das ist, nicht so cool. Wirklich nicht. Und Twitch hat gerade Probleme, ja. Wenn es im RL schlecht geht, dann tut's mir leid, ich bin kein scheiß Babysitter. Jedem Menschen gibt's im RL irgendwo Scheiße. Weil so ist das nun mal das Leben. Dem einen geht's beschissener, dem anderen geht's nicht ganz so beschissen. Aber jeder wertet seine Probleme als die schlimmsten. Sich in Alkohol zu flüchten oder in Drogen zeigt nur von Schwäche. Zeugt nur von Schwäche. Also, bitte, dieses ganze, ich habe Probleme in meinem Leben, schön. Kacke. Ist richtig kacke. Ist kacke. Das ist Kacke. Natürlich ist das Kacke. Aber jedem von euch ist irgendwann in seinem Leben mal irgendwas passiert, was richtig scheiße ist. Oder es passiert gerade was richtig scheiße ist. Und das sollte keine Ausrede sein. Ja? Also wirklich nicht. Respekt an die Leute, denen was Beschissenes passiert ist und die sich in Twitch flüchten. Und mir hier bei dummer Scheiße zusehen. Darum Liebe für euch. Aber sowas kann ich nicht. Es geht nicht. Ja, natürliche Selektion. Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Aber sowas, tut mir leid, das geht nicht. Und wenn das dann noch auf den, wenn das in dem Moment noch in mein Roleplay getragen wird, weil ich irgendwie denke, was ist los, dann wird's, dann, nee, das ziehe ich mir nicht, das möchte ich mir nicht reinziehen, so.
Mir geht's echt scheiße, ich sitze auf dem Klo. Wow. Fürs Batman. Ja? Es tut mir leid, also, aber ich kann das nicht. Ich hoffe, ich werde nicht überfahren, Mann. Ich werde überhaupt nichts offline klären, weil es nicht meine scheiß Aufgabe ist. Ich bin hier, um auf dem Server RP zu machen und nicht für Leute Babysitter zu spielen. Das ist nicht mein Ding. Ich werde nicht irgendwelche Manöver hier fahren, weil das ist nicht das Ding. So, das mache ich nicht. Das war ein bisschen Kohle. Das ist halt, was soll das? Das ist, ich zocke hier halt mit Leuten so. So, wenn ich jedes Mal, wenn irgendjemand Probleme hatte, mit dem ich dem zu tun habe, das auf mich einwirken lasse, um versuche, einen Weltenverbesserer zu spielen, dann will ich selber daran kaputt gehen. Das kann ich euch sagen, ey. Kein Joke. So, dann ist es halt... Will ich halt nicht mit zu tun haben, dann. Und dann ist es egal. What the fuck? Gut. Gebranntes Kind meidet Feuer. Ja, das durchaus. Okay. Ein bisschen, also es, alles in allem war es extrem amüsant. Ich war ein bisschen irritiert zwischenzeitlich, aber das wird sich sicherlich klären. Auf die eine oder andere Weise. Ich kann nur noch mal sagen, ich spiele hier nicht... Ich spiele nicht den RL-Betreuer und so und mir ist es relativ scheißegal. Ich kann, es geht halt nicht. Das muss man verstehen, ja. Ich kann nicht der sein, der hinter irgendwelche Internetfassaden blickt. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Wenn ich das bei 4000 Leuten machen sollte oder bei 90.000 Leuten, die mir folgen, die alle irgendwo ihre Problemchen haben, das geht nicht. Ob nun in-game oder out-of-game, das ist eigentlich eine selbstverständliche Sache, dass man das nicht machen kann. Ja, und deswegen werde ich es auch nicht tun. Auch nicht in expliziten Fällen. Sollen die Leute alle machen und sich löschen und mich dafür in Ruhe lassen. Ich kann nur unterhalten. Das ist das, was ich machen kann. Wenn jemand langweilig ist, dann soll er das hier gucken. Wenn jemand Bock hat, irgendwas zu sehen, dann soll er das gucken. Schön, schön, wenn es euch gefällt. Danke für die Unterstützung. Ich danke euch für die ganzen Resubs und Subs. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Tut mir leid, dass es so ein bisschen eskaliert ist zwischenzeitlich, aber irgendwie war das sehr irritierend, auch für mich. Ich bin morgen nicht da. Morgen nicht da. Ich bin morgen bei meiner Oma. Ja. Deswegen bin ich nicht hier. Oma-Visit, genau. Deswegen an alle, die Arschlöcher und Wichser sind, löscht euch. Und an alle, die es nicht sind, bis morgen. Abend vielleicht. Ciao.
Nimmerwiedersehen und danke für nichts. Danke für nichts. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Augen und Herzen sind Dynamit. Hey, 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 hey. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Müde mit nem Plan und nem Ziel. Ich breche auf, bin raus, dreh das Radio.